Nachdenkseiten. Die kritische Website. Baerbock, der Schicksalsschlag unserer Nation und die Tagesschau als Regierungssprachrohr. Von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Verantwortlich Redaktion. Die personifizierte Unfähigkeit fährt alles in die Grütze, wofür das bessere Nachkriegsdeutschland einmal stand. Eine kriegstreibende, angeblich feministische Außenpolitik in Verbindung mit einer geradezu krankhaften Realitätsverweigerung führt uns direkt ins Verderben. Das Ganze völlig unkritisch sekundiert von der Tagesschau. Was für Zeiten. Frauenpower. Erinnern Sie sich noch? Angela Merkel fand nichts dabei, Josef Ackermann, dem Chef der Deutschen Bank, im Kanzleramt eine Saus- und Braus-Fete zum 60. Geburtstag auszurichten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen fand, dass sie bei 300 Millionen Euro für Beraterverträge auch einen ihrer Söhne bedenken könne. Die olivgrüne Annalena Baerbock fand, ein Sonderhonorar aus der Parteikasse brauche nicht in ihrer Einkommensteuererklärung aufzutauchen und Nebeneinnahmen zu melden, könne jeder mal vergessen. Patricia Schlesinger fand, Promis aus Wirtschaft und Politik zu opulenten Fressabenden einzuladen und den Rundfunkbeitragszahler dafür blechen zu lassen, stehe einer RBB-Intendantin zu. Der Tagesschau ist der Aspekt korrupte Politik von Frauen bisher allerdings nicht aufgefallen. Die schnallt aber sowieso nie, was Sache ist. Mag sein, man meint bei ARD aktuell, Frauen seien per se vertrauenswürdiger, da brauche man nicht so genau hinzuschauen. Aber Frauen haben in der Weltgeschichte schon immer ihren Mann gestanden. Sie korrumpieren sich und ihre Ämter ebenso effektiv, der hochgeschätzten Alice Schwarzer sei's geklagt. Kalenderblatt-Weisheit. In der repräsentativen Demokratie ist Korruption systemisch bedingt. Die weiße Weste gehört nicht zum Geschäftsanzug, auch wenn Frauen ihn tragen. Merkel ist inzwischen politische Vergangenheit und soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Von der Leyen ebenfalls nicht, denn im Unterschied zu Baerbock hat sie einen Doktortitel. Sie promovierte mit einer plagiatsverdächtigen Dissertation von dünnen 65 Seiten und spricht etwas besser Englisch. Baerbock hingegen, we are thinking in old boxes, das peinliche Gestammel mag sich im O-Ton anhören, wer mit seiner Zeit nichts anzufangen weiß, verlinkt innerhalb des Artikels, hat nur ein Masterstudium an der London School of Economics für Kinder begüteter Eltern absolviert und macht den Eindruck, ihr Diplom aus einem Münzautomaten auf dem Flughafen Heathrow gezogen zu haben. Ihr, ich komme eher aus dem Völkerrecht-Niveau, könnte uns egal sein, wäre sie nicht gerade Deutschlands katastrophale Außenministerin. Aus dem Nähkästchen NDR. Gucken wir aber zunächst kurz ins eigene Nähkästchen, den NDR. Aus dem können wir plaudern, schließlich haben wir beide dort Jahrzehnte unseres Berufslebens verbracht. Wir kennen Patricia Schlesinger schon, seit sie eine karrieregeile Jungredakteurin der Fernsehprogrammdirektion in Hamburg-Lockstedt war und einen angetragenen Gewerkschaftsbeitritt brüsk abwies. Dass sich diese Kollegin im Dunstkreis des NDR mit dem Korruptionsvirus infiziert haben könnte, wunderte uns nicht. Der Sender war längst bekannt für Eigennutz und Machtmissbrauch einiger seiner Führungskräfte und Mitglieder der Aufsichtsgremien. Wir erinnern uns, dass ein ehemaliger stellvertretender Intendant seiner Ehefrau einen hochdotierten Scheinarbeitsvertrag bei der NDR-Werbetochter verschaffte, ohne dass sie dafür irgendetwas zu tun hatte. Die Nummer bewirkte erhebliche Unruhe im Betrieb und führte schließlich zum nicht ganz freiwilligen Abgang des Mannes. Allerdings kam er beruflich gut versorgt bei seinen Parteifreunden unter, in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ein weiterer NDR-Intendant ließ sich zu seinem 60. Geburtstag mit pompösem Aufwand in der eigens dafür angemieteten Hamburger Musikhalle feiern und die Kosten des delikaten Events, mehr als 100.000 Euro, dem Gebührenzahler aufs Auge drücken, mit Einwilligung der Verwaltungsratsvorsitzenden. Er schied ein halbes Jahr vor Vertragsablauf aus, bezog aber bis zum formellen Ende weiter sein volles Gehalt.
Derlei Schamlosigkeit hat Tradition im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die zur Kontrolle bestellten Gremienmitglieder stecken dabei nur allzu oft mit dem zu beaufsichtigenden Spitzenpersonal unter einer Decke. Viel ist seit dem schmählichen Abgang der RBB-Intendantin Schlesinger nun von Reformen die Rede, von Schadensbegrenzung, von mehr Transparenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wir werden es erleben. Schon zum Jahresende geht alles bei den Gebührensendern wieder im gewohnten Trott. Der Treppenwitz? Übergangsweise hat WDR-Intendant Tom Buro von Schlesinger den ARD-Vorsitz übernommen und gibt jetzt den Saubermann. Ausgerechnet Buro, der sich vom Verwaltungsrat fürstliche 413.000 Euro Jahresgehalt anweisen lässt, von Aufwandsentschädigungen, Spesenkonto und amtsbedingten Nebeneinnahmen gar nicht erst zu reden. Er weiß, wie man zwecks Erhalt der Freundschaft mit wichtigen Volksvertretern umgeht. Man schafft das nach Seriosität duftende Institut eines parlamentarischen Abends, auf dem sich Landtagsabgeordnete, Rundfunkräte und ihre Entourage auf Kosten des Rundfunkbeitragszahlers gütlich tun. Danach werden den WDR betreffende Gesetze ganz bestimmt so formuliert, dass sie Buro und den Herrschenden ein Wohlgefallen sind. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gegen jede revolutionäre Veränderung hin zum Kontrollorgan des Volkes gefeit. Er muss bleiben, was er immer war, Herrschaftsinstrument der Regierenden, dass die sich keinesfalls mehr aus der Hand nehmen lassen. Ob Männer oder Frauen am Ruder sind, bleibt sich dabei selbstverständlich gleich. Ignoranz, die Wurzel allen politischen Übels. Doch zurück zur sogenannten feministischen Politik, die ja nur eine feministische Personalpolitik ist nach dem Prinzip Quote statt Qualität. Annalena Baerbock. Sie bringt insofern Neues auf die Bühne, als sie vollkommen hemmungslos ihren Kenntnismangel, Blickverengung, Geschwätzigkeit, Geltungssucht und kriegslüsterne Aggressivität auslebt. Zitat: Für mich ist klar, die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung und wir unterstützen sie finanziell und militärisch, und zwar solange es nötig ist. Punkt. Zitat Ende. Auf einem Treffen der Nichtregierungsorganisation Forum 2000 am 31. August in Prag erklärte sie, sie stehe zur Ukraine, egal was meine deutschen Wähler denken. Dabei bleibe es selbst dann, wenn die Menschen in großer Zahl wegen der hohen Energiekosten auf die Straße gehen. Kontext: Ist mir doch scheißegal, wie schlecht es den deutschen Bürgern geht. Das hätten die allerdings vor der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag wissen sollen können. Es wäre Baerbocks Amtes, auf Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über einen Friedensschluss zu drängen, sowie auf direkte eigene Gespräche mit der russischen Regierung hinzuarbeiten. Stattdessen setzt sie unverhohlen auf Waffenlieferungen an Kiew, auf Deutschlands Rolle als Kriegspartei gegen Russland und auf Verlängerung des Entsetzens in der Ukraine. Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch Jahre dauern könnte. Zu solch bösartiger Perspektivwahl und sprachlicher Schwäche passt das typische Nachplappern einer grünen Göre. Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung. Baerbock quasselt garantiert kenntnisfrei und ohne zu bedenken über was? Über das mit Abstand korrupteste Staatsgebilde Europas, die Ukraine. Geführt von einer ersichtlich koksenden US-Marionette, einem schamlosen Neonazi-Förderer und Steuerhinterzieher mit millionenschweren Auslandskonten. Die olivgrüne Camouflage dieses hemmungslosen Antidemokraten erspart uns die Tagesschau seit Monaten an kaum einem Tag. Die Ukraine ist ein Failed State am Tropf des Westens. Dem Zelensky verboten Großbritannien und die USA im Mai weitere Friedensverhandlungen in der Türkei, um Russland in einem langwierigen Krieg schwächen zu können. In beispielloser Verantwortungslosigkeit ließ sich die Marionette Zelensky von den USA und der EU als machtgieriger Kriegsherr aufbauen, der seine Landsleute zu Zigtausenden als Kanonenfutter opfert. Im geostrategischen Interesse der USA, sein Motto: Ihr liefert die Waffen, wir die Leichen. Den US-Amis zu Diensten. Feministische Außenpolitik? Baerbocks Kriegskurs ist nicht feministisch, schon gar nicht feminin im Sinne von fraulich-mütterlich. Nicht ein einziges bewegendes Wort des Gedenkens und der Trauer hat Baerbock den ukrainischen und den russischen Kriegstoten gewidmet.
Die Tagesschau verschweigt gewohnheitsmäßig, was sich auf dem Schlachtfeld ereignet. Jeden Tag meldet das russische Verteidigungsministerium zwischen 200 und 500 vernichtete ukrainische Soldaten. Hunderte Tote, Tag um Tag, in einem Krieg, der zugunsten von Freiheit und Demokratie von jetzt auf gleich beendet sein könnte, wenn Washington, London und Berlin es nur wollten. Seit Kriegsbeginn haben mehr als 50.000 Ukrainer ihr Leben verloren. 10 Millionen Menschen sind geflohen. Sich darüber halbwegs gesichert und aus unterschiedlichen Quellen zu informieren, ist dem deutschen Zeitgenossen normalerweise verwehrt. Alle Feindmedien unterliegen hierzulande der Zensur, die laut Grundgesetz aber gar nicht stattfindet und die es demnach auch nicht ausnahmsweise geben darf. Doch Rechtsnihilismus ist neuerdings deutsche Staatsräson. Dem bundesdeutschen Erzählerjournalismus andererseits geht es um Verdummung der Bürger, um das Einlullen der Sofabesatzung. Sie soll nicht merken, dass sie für die Fortsetzung eines längst verlorenen Krieges gemolken wird. Deshalb auch meint Baerbock zum wiederholten Male vor Kriegsmüdigkeit warnen zu müssen, vor dem Schreckensgespenst des Friedens. Regierungssprachrohr. Die Tagesschau widmet sich hingebungsvoll der Aufgabe, den Widerstand des Westens gegen Friedensverhandlungen und die fortgesetzten massenhaften Waffenlieferungen an Kiew als Politik zur Kriegsverkürzung auszugeben. Damit verlädt die Hauptabteilung ARD aktuell ihr Publikum vollends. Waffenlieferungen jeder Art sind die wahrscheinlich beste Möglichkeit, den Krieg zu verkürzen, um die Balance klar in eine Richtung zu drehen. Das hat schon Baerbocksches Format. Ach, was waren das noch dummglückliche Zeiten, als die Taz, Hermann Gremlitzer, Kinder-FAZ, sich kaum einkriegen konnte vor Freude über die erste Frau im deutschen Außenamt. Wichtiger noch als eine Frau ist aber eine feministisch denkende Person. Dass wir das nun in einem haben, eine feministische, kompetente Person und dann auch noch eine Frau, das ist schon ein Glücksfall. Zu diesem Zeitpunkt wussten kompetente und überzeugende Feministinnen längst, was von einer Annalena Baerbock zu erwarten war. Alice Schwarzer im Frühjahr 2021, Zitat. Aber setzt diese Frau überhaupt auf die Frauenkarte? Ist sie sich eigentlich dessen bewusst, dass sie zwar jetzt eine Frau an der Spitze ist, aber doch in einer weiterhin männerbeherrschten Welt? Doch die F-Frage schien sie nicht zu verstehen oder nicht verstehen zu wollen. Sie plauderte kurz und munter über ihre eigene Familie und dass sie immer wisse, wo sie, die Mutter, hingehöre. Aber weiß Annalena Baerbock auch, wo
können. Dann kann man deutsche Außenministerin. Endsiegbesoffenheit. Hochmut kommt vor dem Fall, weiß der Volksmund. Die Sanktionen der USA und der EU in Verbindung mit deutscher Endsiegbesoffenheit und dem Berliner Wohlwollen für Ukro-Nazis treffen bekanntlich nicht die Russen, sondern schlagen auf die sanktionierenden Staaten zurück. Unerträgliche Preiserhöhungen, Konkurse, zunehmende Schwäche und Kostenexplosion bei der Energieversorgung, Reallohn- und Arbeitsplatzverluste, schwächelnder Dollar und Euro, zerlegender Rubel. All das begleitet von machttrunkenen Normierungsappellen, Heizung abdrehen, Pullover anziehen, Waschlappen statt Dusche, fehlt nur noch Klopapier sparen, die Zeitung dafür vierteln oder gleich Gras nehmen, wie früher der Soldat im Felde. Das ist die Darbietung grüner Dilettanten, deren Russenhass sie längst auch persönlich disqualifiziert. Baerbock und gleich nach ihr Habeck sind Versager, denen man zumindest Untreue, Amtsmissbrauch und letztlich Friedens- und Landesverrat vorwerfen kann. Und die trotzdem nicht im Traum daran denken, sich endlich vom Acker zu machen. Hinter Baerbocks öffentlicher Warnung vor Volksaufständen steckt keine Spur von Bewusstsein ihrer Inkompetenz. Es ficht sie nicht an, dass viele ihrer Mitbürger in objektiv begründeten Existenzängsten leben und sich an den schon leeren Tafeln immer noch lange Warteschlangen bilden. Ihr und ihren grünen Ministerkollegen geht es ja prächtig, sie sind dicke versorgt. Ihr Alltag bleibt von den Folgen ihrer Politik weitestgehend unberührt. Der Elitenforscher Michael Hartmann bündig: Die Eliten sind in ihrer großen Mehrheit inzwischen so weit von der breiten Bevölkerung entfernt, dass sie zunehmend Schwierigkeiten haben, deren Probleme zu erkennen und die Folgen ihrer Entscheidungen für die Bevölkerung zu verstehen. Das Einst und das Jetzt. Otto Graf Bismarck reiste 1859 als preußischer Gesandter nach St. Petersburg, lernte in kürzester Zeit Russisch und bezeichnete den Außenminister Fürst Gortschakow als seinen Lehrmeister in Diplomatie. Er warnte vor jedem Gedanken an Krieg gegen Russland. Selbst der günstigste Ausgang würde niemals die Zersetzung der Hauptmacht Russlands zur Folge haben, und Russland würde nach einer Niederlage unser geborener und revanchebedürftiger Gegner bleiben. Noch auf seinem Sterbebett warnte Bismarck niemals gegen Russland. Außenministerin Baerbock, ich komme ja mehr aus dem Völkerrecht, weiß aber auch von Bismarck wahrscheinlich nicht viel mehr, als dass er mit Nachnamen Hering hieß und von ihm der Rollmops kommt. So ist das eben, wenn eine Außenministerin aus unserer Geschichte nichts gelernt und von Diplomatie sowieso keinen Schimmer hat. Borniertheit gedeiht auf grünem Nährboden bestens. Da verspricht sie reiche Ernte. Faschistoides Denken und Verhalten, deutsche Blockwart-Mentalität, werden folglich bei uns abermals zur Normalität. Sie zeigen sich deutlich im neuerlichen Diskurs über Deutschlands Mitwirkung am Krieg gegen Russland. Oskar Lafontaine: Die Äußerung von Annalena Baerbock, wir sollten Russland ruinieren, muss man schon faschistoid nennen. Stimmt. Anmerkung der Autoren: Unsere Beiträge stehen zur freien Verfügung, nicht kommerzielle Zwecke der Veröffentlichung vorausgesetzt. Wir schreiben nicht für Honorar, sondern gegen die mediale Massenverblödung in Memoriam Peter Scholl-Latour. Die Texte werden vom Verein Ständige Publikumskonferenz öffentlich-rechtlicher Medien e.V. dokumentiert. Website publikumskonferenz.de/blog. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen...
So, und da sind wir live. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt zu Rhein-Main-Gedanken. Die Gedanken sind frei. Die 90. Therapiestunde in der größten Freiluft-Irrenanstalt dieser Welt in Deutschland. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid die Wichtigsten, auch wenn ich jetzt ganz viele Leute aufzähle. Ihr Zuschauer, ihr seid die wichtigsten Leute in dieser Sendung, weil die Leute, die zuschauen, die sollen was mitnehmen. Deswegen machen wir diesen ganzen Kram. Ja, und dann kommen wir zu den anderen wichtigen Leuten, die ich natürlich auch nicht vergessen möchte. Das sind zum Beispiel die ganzen Admins, die Admins bei 24 Media, die Admins bei Bewegwas, die immer in den Kommentaren nach dem Rechten schauen. Und es ist der Andi aus der Regie. Da muss ich mal rüber scrollen. Hi Andi, grüß dich. Hi. So, und während ich das eben gemacht habe, fällt mir ein, ich habe total vergessen, das Licht anzumachen. Und wir sind eben kurz offline gewesen, weil bei uns der Rechner, der hat Den einfach Vorspann neu einfach mal einen Neustart gestartet. gemacht. Und deswegen konntet ihr den kompletten Vorspann nicht sehen, aber den tue ich nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, heute Morgen ist mir wieder der Gummi geplatzt, weil mein Schwanz zu dick ist und deswegen trage ich die Haare wieder offen. Ja, es ist, ja, es sind schwierige Zeiten. Du musst ja irgendwo dann auch für Ersatzrock sorgen und da kam ich dann nicht mehr dazu. So, der Frankie ist heute Abend leider nicht dabei, weil der ist familiär verhindert. Der hat ein bisschen was zu tun, aber wir haben ganz tolle Gäste und ich denke mir, mit den tollen Gästen hoffe ich, dass wir auch so die Show rocken. Und da fange ich mal an in der rechten oberen Ecke. Da haben wir den Reinhold von der Druschbar Friedensfahrt. Einen wunderschönen guten Abend, Reinhold. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas, und danke für die Einladung. Ja, und dann haben wir in der Mitte unten, ja, weil wir haben ja heute nur drei Bilder, sonst ist er immer links oder rechts oben der Owe, heute ist er in der Mitte unten und er hat einen Gast, nämlich den Thorsten. Und der Thorsten, der war ja in der letzten Sendung auch schon dabei, aber da hat irgendwie seine Kamera gestreikt. Da hat jeder dann gefragt, so ist der vom Geheimdienst oder warum will der nicht gesehen werden? Ja, aber heute ist er direkt beim Owe in seinem Büro und die haben auch die Friedenstaube in ihre Mitte genommen. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Thorsten, und wunderschönen guten Abend, lieber Owe. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Und um alle Spekulationen aus dem Weg zu räumen, bin ich dann heute mal vom Westerwald runter nach Mainz geschippert. Ja, kann man ja inzwischen sagen, es regnet auf der Autobahn. Ist ja schön, mal wieder ein bisschen Wasser hier zu haben. Und hier bin ich in den heiligen Hallen, die nur wenige kennen von der Rückwand aus diesen Streams. Und ja, der Owe hat es uns sehr gemütlich gemacht hier bei Kaffee und Gebäck. Und wir freuen uns auf den Abend. Ja, ihr Lieben, ihr seid wieder zurück in Good Old Ja, Germany und warte bevor mal, wir. Thomas, Oh. du hast heute ganz vergessen, ne? Passiert dir nur einmal in 2 Jahren, ich weiß. Der Schadauer wollte noch Hallo sagen in die Runde, nur mal so ganz nebenbei. Schönen guten Abend. Ich musste eben gerade lachen, als der Thorsten sagt, bei Kaffee und Gebäck, so sieht das Gebäck aus, ne? Gösser, Flüssiggebäck. Gösser, immer das Beste, was es gibt. Flüssiggebäck haben wir beim Schadauer und auch einen Kaffee. Grüße in die Runde da draußen. Danke an euch, Thomas und Andi und auch den Frankie, der heute leider nicht dabei ist, dass ihr die Stellung gehalten habt, die 3 Wochen, die ich nicht da war. Die Ohren von euch hatten Urlaub, denn Schadauer hat die Ohren nicht blutig gelabert. Das ist aber heute vorbei. Und das heißt, ich hoffe, ihr habt euch erholt, entspannt, immer mal ohne mich. Danke, dass ihr da die 3 Wochen durchgehalten habt, Thomas, Andi und Frankie, und sicherlich ein tolles Programm geliefert habt. Danke auch an die Zuschauer, die immer noch treu dabei sind. Und wir steuern wohl demnächst auf die 100. Sendung, hat mir Frankie heute irgendwie ge gesagt. 100. Sendung Rhein-Main-Gedanken. Mann, 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 so vergeht die Zeit. Und was ich auch noch sagen wollte, weil da gerade so ein Karlauer kam, ne, mit deinem Gummi geplatzt und dem Schwanz, Thomas, da will ich auch noch einen ranhängen. Wir waren in Bautzen beim Friedensfest und da waren ja nun alle möglichen Leute, und dann war über die Straße rüber stand ein Wahlspruch. Heißt ja nicht, dass ich unbedingt ein Fan dieser Partei bin, aber der Spruch hat mir gefallen. Winnetou würde die AfD wählen.
Ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde den auch nicht schlecht. Winnetou würde die AfD wählen. Ich habe da mal kurz gelacht. In diesen irren Zeiten, ja, würde wahrscheinlich Winnetou genau das tun. Wir sind zurück aus Russland, berichten heute davon. Die Taube, die du angesprochen hast, erzähle ich noch mal kurz, ist aus Kemerovo. Die habe ich damals gekauft. Vladivostok, Moskau, in Kemerovo war eine Ausstellung lokaler Künstler und die fiel mir sofort auf. Da waren wir im Hotel unten und da war diese Ausstellung gekauft, signiert für die Friedensfahrer, würdig hingestellt. Friedenstaube auf dem Bild und Friedenstaube auf der Fahne, das alte Symbol. Herzlich willkommen, Dobro Pajalovac. Ja, und ihr Lieben, bevor wir direkt ins Programm einsteigen, letzten Dienstag, da hatten wir ja mit Klartext Rhein-Main gesprochen, also mit dem Chris und mit dem Dirk Hüter. Und nach der Sendung habe ich dann erst die Nachricht gelesen, und zwar letzten Dienstag. Das war auch der Tag, wo ihr quasi Russland verlassen hattet, dass Michail Gorbatschow gestorben. Und was ich halt ganz, ganz schlimm finde, ist die ganzen Statements, die ich im Lauf der letzten Woche gelesen und gehört habe, auch von den Politikern, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ehrlich gesagt ein wenig beschämend, weil keiner von sowohl den Zeitungsredakteuren aus dem Mainstream als auch von den Politikern sind hingegangen, haben einmal Gorbatschow gedankt oder auch dem russischen Volk gedankt, dass der Kalte Krieg ohne einen Schuss zu Ende ging. Also eine Danksagung war da nicht. Der war zwar ein großer Politiker, aber meine Beobachtung war, dass Gorbatschow von einerseits den Politikern und vor allem auch von der Mainstream-Presse gegen Putin instrumentalisiert wurde. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Das wäre jetzt mal meine Frage an euch. Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen oder habt ihr euch bisher noch gar nicht darum gekümmert? Fangen wir mal mit Reinhold an. Bitte, Reinhold. Also Korrektur, wir sind am und wir haben es mitbekommen. Und es war aber kein großes Thema mit den Leuten, wo wir dann noch Kontakt hatten. Ganz im Gegenteil, was ich auch so in früheren Reisen mitbekommen habe, nicht alle Russen sind gut auf Gorbatschow zu sprechen. Er hat zwar ein Staatsbegräbnis bekommen, aber mich hat eine offizielle Nachricht, die übersetzt wurde, etwas gewundert. Putin hat ihm die letzte Ehre angetan. Und der war aber, ich habe es ja noch sinngemäß zitiert, das war so, man hat nicht mit gerechnet. Das war das, was ich mitbekommen habe. Over, Thorsten, wie war es bei euch? Ja, für mich persönlich muss sagen, ja, ich habe die Nachricht zur Kenntnis genommen. Er war ja auch schon über 90, ne? Von daher, ja, wir müssen alle irgendwann mal gehen und dass das passiert letztendlich, war jetzt für mich keine Überraschung. Ich war auch, was die sozialen Medien anging, während der Druschbar-Fahrt einigermaßen abstinent. Ich habe nur eine Nachricht vom Freundeskreis aus meiner Region erhalten, so mit der Fragestellung, stimmt das überhaupt dann am frühen Morgen? Könnt ihr das von Russland aus bestätigen? Und ja, dann habe ich mal auf die Schnelle bei Yandex nachgesucht und habe dann auch prompt einen russischen Artikel gefunden und habe das dann an die Freunde zu Hause übermittelt. Aber sonst mit dem ganzen Drumherum habe ich ehrlich gesagt wenig mitbekommen. Das heißt, die Meldung kam rein, Gorbatschow ist tot und die Leute aus deinem Bekanntenkreis sind schon so weit, dass wenn so eine Meldung reinkommt, dass sie erstmal nachfragen, ist diese Meldung überhaupt echt? Genau, dann haben sie mich gefragt, ob ich das bestätigen kann von Russland. Also ja, in dem Sinne, du bist ja näher dran. Ja, okay. Ove, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ja, natürlich auch gelesen morgens. Der Olaf Müller, den kennen wir ja, hatten wir bei uns in der Sendung. Ne? Mexiko Olaf Müller, der hat ein schönes Statement abgegeben bei Facebook. Ich habe es auch geteilt. Der macht immer mal auch sehr schöne, ja, auch ein bisschen emotionale Statements. Da sind wir uns ein bisschen ähnlich, Olaf und ich, vom Temperament. Und ich war natürlich wirklich auch ein bisschen schockiert. Für mich ist ja Gorbatschow quasi damals, 1989, 90, der Weg in die
Freiheit gewesen. Als DDR-Bürger mit 19, 20 Jahren hat Gorbatschow für uns die Mauer weggerissen, den Kalten Krieg beendet, ist friedlich mit den sowjetischen Truppen, Warschauer Vertrag, zurückgezogen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich, sowas gab es, glaube ich, noch nie in der Geschichte, dass irgendwer mit einer kompletten Armee sich friedlich zurück, immer war nur Krieg, Mord und Totschlag und dann wurde zurück, ging es zurück. Also da ist seine ewige Leistung, ist die deutsche Einheit. Und umso unverschämter, keine Empathie, keinerlei Respekt, keinerlei Dankbarkeit von der deutschen Politik aus. Kein einziger deutscher Politiker in unserer Regierung war in Moskau und hat Gorbatschow die letzte Ehre erwiesen. Und das ist so armselig, es ist eben eine Charaktersache dieses Systems. Ich glaube, dieses System ist charakterlos komplett. Und das heißt, so charakterlos sind die Leute, dass sie nicht mal jemandem, der Deutschland wieder zusammengebracht hat, als historische Leistung Deutschland wieder vereinigt hat, dass man nicht mal jetzt in diesen Stress und weiß ich was für Zeiten sagt, Gorbatschow ist mal außen vor diesem Konflikt. Gorbatschow hat was geleistet und dafür kann man nach Moskau und dafür kann man eben einfach mal ihm die Ehre erweisen und sagen, danke, dass du uns die deutsche Einheit gebracht hast und dann kann man wieder zurückfliegen. Also verstehst du, da ist irgendeiner, Gorbatschow kann gar nichts für Putin. Gorbatschow hat mit Putin nichts zu tun. Und jetzt wird nicht mal Danke gesagt, so einem Mann. Ich habe Nachrichten gehört, irgendwie, wir waren dann in Europa, irgendwo habe ich Nachrichten gehört, was in Polen? Irgendwie war, irgendwo habe ich Nachrichten gehört. Und da wurde noch gesagt, Gorbatschow ist gestorben, ich glaube Deutschlandfunk, und da wurde gesagt, also so für die jungen Leute, die ihn gar nicht kennen, die Jugend, die auch manchmal zuhört, Gorbatschow war buchstäblich, sinnbildlich für die deutsche Wiedervereinigung verantwortlich und er war ein großer Staatsmann. Aber nicht gesagt, man hätte ihm die letzte Ehre und die deutsche Politik war nicht da. Also sie heucheln was in den Nachrichten und haben ihm nicht die letzte Ehre erwiesen. Für mich eine weitere Schande einer unfähigen, völlig empathielosen, unfähigen deutschen Regierung. Da möchte ich auch noch kurz was dazu ergänzen, weil wir haben ja im Vorspann die Nachdenkseiten, die aus der Sommerpause zurückgekommen sind. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil die machen immer richtig, richtig geile Artikel. Die haben auch einen ganz tollen Nachruf, Albrecht Müller, Nachruf zu Gorbatschow. Gorbatschow hat ja im Januar 1986, vor Tschernobyl noch, weil das ist ja erst im April explodiert, er hat im Januar 1986 einen Abrüstungsplan vorgelegt, der bis 2000 sämtliche Atomwaffen vernichtet hätte. Aber das wurde von den westlichen Medien mit Erfolg ignoriert, von den westlichen Politikern ebenso. Und das sind alles so Dinge. Er war mit Absicht in der Opposition gegen Putin, weil er gesagt hat, jedes Land braucht eine Opposition. Aber genau das wurde dann natürlich wieder von der Gegenseite instrumentalisiert. Dieser großartige Staatsmann, er ist in der Opposition gegen Putin, aber zu Putin war er immer loyal. Und das hat er auch immer betont. Das sind die wichtigen Punkte, die ich heute in der Sendung noch ergänzen möchte. Ganz kurz, Thomas, noch zu Gorbatschow. Und er hat die letzten Jahre, wer ein bisschen im Internet war, er hat die letzten, nicht nur im Internet, in den Medien, er hat die ganzen letzten Jahre vor einem großen Krieg zwischen Europa, Amerika und Russland gewarnt. Die letzten Beiträge von ihm in allen großen Gazetten, auch in Deutschland, Gorbatschow warnt vor einem großen militärischen Konflikt. Tja, jetzt haben wir ihn. Ja, und ihr seht, die heute ist nicht so tolle Stimmung, nicht so lustig und so weiter, weil die Situation einfach so ernst ist. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ihr heute bei uns in der Sendung seid, weil eure Mission, ja, die Völkerverständigung umso wichtiger ist. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir selbst in der letzten Woche ganz, ganz oft die Frage gestellt, ob ich überhaupt noch Bock habe, rein meinen Gedanken weiterzumachen. Und
Weil ich einfach das Gefühl habe, es macht einfach keinen Sinn. Das Einzige, was mich persönlich da aufrechterhält, das sind dann die Gäste, vor allem in den nächsten 3 Wochen, die tollen Gäste, die wir da haben werden. Da sage ich, ja, mache ich auf jeden Fall weiter. Aber generell stelle ich mir die Frage, macht das überhaupt noch Sinn? Würde ich mich mal freuen, wenn ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt, ob das noch Sinn macht oder ob das nicht einfach eine Fremdbeschäftigung, eine Belustigung ist. Und man könnte vielleicht in der Zeit andere Dinge tun, die vielleicht wichtiger wären. Gut, kommen wir aber jetzt zu eurer Mission. Reinhold, ich fange bei dir an. Wir blenden gerade mal die Route, die Druschbar-Route von 2022 ein. Vielleicht kannst du uns ein kurzes Intro geben. Wie seid ihr gestartet? Wo ging's los? Und wie war's, als ihr in Russland angekommen seid? Ich warte, bis du Bildschirm teilst. Ach so, nee, du kannst das nicht sehen. Okay. Wir haben das Bild schon eingeblendet. Du siehst einfach nur mich. Okay. Deswegen moderiere ich es immer an, wenn wir was einblenden. Erzähl einfach. Wir haben ja dieses Jahr relativ kurzfristig geplant. Wir haben sogar geplant, als wir nicht mal wussten, dass wir hinkommen, und sind auch mit der Maßgabe gefahren, es kann sein, wir müssen an der Grenze wieder umkehren. Und ich wurde öfters gefragt, was ist mein erstes Highlight? Mein erstes Highlight ist, wenn ich russischen Boden betritt und drin bin. Und wir sind quasi von Polen gestartet, über die ganzen baltischen Staaten bis Estland hoch, sind auf der Höhe von Pskov, sind wir eingereist, sind dann Richtung Bryansk, von Bryansk nach Voronesch, von Voronesch Richtung Wolgograd, also an die Donau, von Wolgograd, also an die Wolga, nach Wolgograd, freudsche Versprecher, sind dann hoch Richtung Marx, Saratow, Samara, Uljanowsk, Nischni, sind von Nischni großzügig um Moskau gefahren nach Twer und von Twer nach Pskov und dann wieder ausgereist. Das war so mal die grobe die Route. Die Gesamtkilometer von meinem Wohnort nach Russland und wieder zurück waren 9600 Kilometer. Gut, dann will ich kurz zum Owe zurückgeben. Owe, ihr seid ja gemeinsam nach Russland eingereist, aber du hast deine Frau mit dabei gehabt und ihr habt einen Abstecher nach Kasan gemacht. Das heißt, du hast nicht die komplette Druschbar-Fahrt mitgemacht, sondern hast quasi eine eigene Fahrt gemacht und hast dann auch in deinem Telegram-Kanal dementsprechend die Bilder gepostet. Wie war denn deine Route? Ja, also genau bis über die Grenze nach Opotschka sind wir zusammengefahren mit der Truppe und später vom Pskov auch wieder zurück. Und in der großen Zwischenzeit bin ich nach Kasan direkt zügig durch Nizhny Novgorod, Kasan, 1080 Kilometer war meine längste Route. Das war sehr anstrengend, 18 Stunden haben wir nicht gedacht nach Opotschka. Und wie gesagt, es ging darum, meine Frau, die Mutter ist gestorben vor einem Jahr und dann ging es um die Wohnungsabwicklung, Notarbesuche, viele Behördengänge. Meine Frau wusste, dass es nicht nur ein Urlaub war, sondern wird, sondern dass sie dort viel Stress hat in Kasan. Ich konnte mich mehr erholen, entspannen, bin dann im Hotel, im Pool immer gewesen, im Fitnesscenter, habe da wirklich mich ausgeruht und ein bisschen Urlaub gemacht und einige haben ja mitgekriegt, was ich so gepostet habe, schöne Dinge erlebt, wir hatten ja auch Exkursionen und so will ich sagen, haben wir quasi so ein bisschen, was ich jetzt als gelungenen Mix empfinde, ich hoffe, dass der Thomas von Eingeschenkt das irgendwann im Film auch mal so gut rüberbringt. Wir haben quasi so ein bisschen unterschiedliche Reisen gemacht. Die große Druschbar-Gruppe um Reinhold, die haben mehr so dieses Druschbar, wie wir es immer hatten, gelebt, mit Blumen- und Kranzniederlegungen, was auch sehr wichtig war als politisches Signal Richtung Russland, dass wir an die Geschichte erinnern, an die gemeinsame tragische Geschichte, Zweite Weltkrieg, 27 Millionen Tote, ich muss es nicht immer wieder wiederholen, deutsche Opfer in Stalingrad und so weiter. Ganz wichtige Botschaft, wichtige Bilder, damit die Russen sehen, es gibt noch Deutsche, die Geschichte
Geschichte nicht vergessen haben und die aus der Geschichte auch gelernt haben. Das sind ja wir Druschbar-Fahrer, sonst würden wir uns ja nicht für Freundschaft mit Russland einsetzen. Und Schadauer hat eben so ein bisschen das Kontrastprogramm gemacht. Wer mich kennt, ein bisschen temperamentvoll, lebendig, locker, der alte Rapper. Und hat dann eben mal ein paar lockere Videos, auch ein paar Interviews gemacht mit Russen, die angesprochen. Ich habe natürlich den Vorteil gegenüber unserer Truppe. Ich kann mittlerweile durch meine Frau 4 Jahre zusammen relativ flüssig Russisch und kann einfach auf Leute zugehen, die ansprechen, kommen ins Gespräch. Das ist natürlich ein Pluspunkt, den habe ich jetzt da. Und dann hast du mit Hinz und Kunz Gespräche und Meinungen. Und das war, habe ich auch gepostet. Bunte touristische Bilder, Exkursionen, verrückte Sachen erlebt. Und ich finde, das ist, glaube ich, ein guter Mix. Wie sagt Thomas, eingeschenkt, baut ja so einen Film zusammen. Wenn man das, wenn er das gut macht, dann ist das nicht nur so diese Mission und Kranz und irgendwie Ernsthaftigkeit, sondern dann ist es auch Spaß und Freude und Lockerheit. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Mix. Dran erinnern, an die Geschichte, aber auch in die Zukunft schauen und das Hier und Jetzt von Russland zeigen. Ich denke, das ist uns mit dieser Tour ganz gut gelungen, ohne dass es so geplant war. Es war einfach eben spontan, Kasan, meine Frau, Erledigungen. Und dann hat sich das so entwickelt, dass die Gruppe das gemacht hat und ich habe das gemacht. Und ich glaube aber, da wird eine interessante Zusammenfassung der Friedensfahrt 2022 entstehen. Ja, wobei ich sagen muss, unsere Tour war im Vorfeld eng getaktet und alle Termine waren geplant und bestätigt. Ja, also wir konnten so gut wie keine Spontanität mehr machen und wir haben extra in dieser schwierigen Zeit auch gesagt, Freundschaft in einer einfachen Zeit zu pflegen ist keine Kunst, aber in einer harten Zeit muss Freundschaft gepflegt werden und wir haben uns wirklich die symbolträchtigen Städte oder Denkmäler rausgesucht, weil der Russe sagt nämlich ganz klipp und klar, wir dürfen nicht in die Vergangenheit schauen, wer mehr Schuld auf sich geladen hat. Wir müssen in die Zukunft schauen, dass sowas nie mehr passiert. Und das wollten wir mit der Mission zeigen. Du hast gesagt, ihr wart eng getaktet, aber konntet ihr denn diesen engen Plan, konntet ihr ihn einhalten oder wurde es teilweise so eng, dass ihr das eine oder andere verschieben, ausfallen musstet? Wie sah es da aus? Habt ihr den Plan durchgezogen? Wir haben den Plan durchgezogen, haben alles eingehalten. Er war zum Teil wegen eng getaktet mit der Kilometer, aber wir haben alle Termine eingehalten, wie sie geplant wurden, weil seit ich die Touren plane, gibt es das für mich nicht mehr, dass die Russen planen und wir lassen sie im Stich. Lieber einen Termin weniger und wir enttäuschen die Russen nicht, weil die planen zum Teil Tage, Wochen im Voraus. Da habe ich mal eine Frage an den Thorsten, weil der Reinhold hat schon gesagt, der Ove hat es auch gesagt, die zwei verschiedenen Touren. Welche Tour hast du genommen? Achso. Ja, ich war mit der Gruppe, wir waren so rund 15 Leute, waren wir die ganze Zeit zusammen. Ich sehe gerade in unserem Spiegelbild, hinterm Ove ist dieses hellblaue T-Shirt von der 2017er Tour. Da war ich auch dabei. Das war eine Tour, wo wir von Berlin nach Riga in Lettland noch alle gemeinsam gefahren sind. Wir waren da rund 350 Leute damals, die sich dann ab Riga so sternförmig in verschiedene Regionen Russlands aufgeteilt haben. Ich habe damals, war lange Zeit mit Ove auch auf der Tour zusammen. Wir sind nach Südrussland gefahren. Ich dann Richtung Krim mit einer Gruppe und der Ove in Kaukasus. Und ja, auf dieser großen Tour gab es dann schon das ein oder andere Mal Terminschwierigkeiten, wo dann Russen was vorbereitet hatten. Und wir waren doch von unserer Orga und von unserer Zeitplanung, sagen wir mal, zu optimistisch oder zu undiszipliniert in dem Moment, dass wir vielleicht gesagt haben, wir sind nicht früh genug losgefahren und haben dann die Leute vor Ort leider enttäuschen müssen. Und da muss ich sagen, das hat dieses Jahr perfekt geklappt, ja. Und mag damit zusammenhängen, dass wir bewusst einen kleinen Kreis ausgewählt haben und eine kleine Gruppe war, die überschaubar war und auch sehr diszipliniert. Und wenn von der Orga eben gesagt wurde, wir müssen morgens
um 8 losfahren, dafür um 7 frühstücken, dann saßen wir um 8 Uhr in Autos oder um 7:45. Aber es ist keiner bis 10 Uhr im Bett liegen geblieben. Und nur so geht's. Mit Disziplin sind dann die ganzen Termine auch einzuhalten. Und man hat hier und da noch ein bisschen Luft gehabt. Und das war dann, hatte auch sein Gutes, wenn wir dann mal vor den Einheimischen an einem Treffpunkt angekommen waren. Thomas, ganz kurz noch einfügen, das hast du vielleicht missverstanden. Also nur die Lara und ich sind gefahren. Wir waren privat unterwegs. Also wir sind zur Heimatstadt meiner Frau, zur Familie gefahren. Also weil du eben fragtest, in welcher Gruppe, Thorsten, bist du mitgekommen? Ich schätze ja den Thorsten, aber ich wollte ihn in der Familie von die Lara dann doch nicht haben, weil ich die selten sehe. Also insofern, versteh mich. Wir sind alleine, die Lara und ich sind alleine und die große Gruppe ist gefahren. Also das waren für uns wichtig, wir mussten Dinge erledigen für die Lara, wegen Mutter gestorben und Notar und so weiter. Das mussten wir machen. Und ich habe ja auch in unserer letzten Sendung vor der Reise gesagt, hätte mich gern geteilt, wäre das auch gern mitgefahren. Geht nicht immer, man kann nicht immer überall sein, aber ich habe eben auch wunderbare Sachen erlebt auf meiner Tour und ja auch hier und da in Rzeszów, wir waren in Opoczka, sind wir losgefahren, bei Sonnenschein, erster Tag weggefahren und das ist wirklich ein Zufall, ich habe mir nie irgendwie Gedanken gemacht, kommen wir an so einem Denkmal vorbei. Wenn du Opoczka Nizhny fährst, ins Navi eingibst, kommt plötzlich hinter dem Berg am ersten Tag in Russland, zweiter Tag nach der Grenze, kommt ein Riesendenkmal, Sonnenschein. Und habe dort in Rzeszów der Direktorin von dem Museum unsere Flagge übergeben, nachdem ich die Blumen niederlegte. Die war hellauf begeistert, hat gefragt, was haben Sie da für eine Fahne? Und ich habe die gezeigt, oh, Druschba und so. Und dann haben wir die gegeben. Dann sagte ich noch zu die Lara, mach mal ein Foto mit der Direktorin. Und da siehst du wieder, wie russische Frauen sind. Die haben eine gewisse Klasse. Sie war sehr sportlich angezogen. T-Shirt, Bluse und eine Jeans. Das war ihr nicht schick genug, um jetzt von einem deutschen Druschba-Fahrer die Fahne offiziell mit einem Foto abzugeben, weil sie wahrscheinlich sonst, so sehe ich das, im Kostüm, wer die russischen Frauen kennt, Direktorin, offizieller Termin, die haben dann Kostümchen schick und schön an und sie sagte, nee, auf dem Foto bitte nicht, ich bin heute nicht schön zurechtgemacht, die Lara musste lachen, die Lara ist ja auch immer so, wenn sie nicht so irgendwie sich gut fühlt, dann bloß nicht ein Foto. Und das war also schön, will ich nur sagen, sowas hat dann geklappt. Also auch Schadauer hat auch hier und da mal Druschba gemacht, auch nochmal Nelken niedergelegt, auch in Kasan auch da mein Ding gemacht. Aber überwiegend eben ein bisschen das bunte, moderne, schöne Russland mit Essen, Trinken etc. gezeigt. Ja, ihr habt mir ja Videos und Bilder zugesendet, sowohl du, Ove, als auch du, Reinhold. Jetzt ist es so, wir können nicht alle Bilder und Videos, die ihr mir zugesendet habt, in der Sendung einblenden, aber wir wollen ein paar raussuchen. Da fange ich mal an mit dem Kremlplatz von Joschka Ola. Ove, hast du mir zugesendet? Richtig, und richtig. Da war... Thomas, wichtig, Ton aus, ne? Dass jetzt der Ton aus ist, sonst quatschen wir da alle durcheinander mit dem Video. Ja, geht ganz kurz an, ich mache ihn gleich aus direkt. Genau. Wunderbar. Genau, ja. Dann startet das doch mal ganz kurz, Andi. Ja, Leute, das war in Joschka Ola, das ist die Hauptstadt der Republik Mariel, unweit von Kasan, 200 Kilometer. Tolle Republik, tolle Straßen, ich kannte das gar nicht, meine Frau hatte davon gehört und sie war auch schon mal da. Das ist wie Disneyland, nur auf Russisch, da gibt es Kreml, da gibt es diese Basilika, die aussieht wie eine echte Kirche, ist aber irgendwie nicht eine große echte Kirche. Das ist schon eine Kirche, da gehen die auch beten, aber alles ist so künstlich erschaffen, aber wie ein Touristendorf. Ich war begeistert, fasziniert, wie Disneyland in Russland, Kreml, Kremlmauer, tolle Häuser, auch Kopenhagen, so ein bisschen Europa, ein internationaler Ort voller Touristen. Ich weiß nicht, wie lang das Video noch ist, musst du mir sagen, wann es aufhört, Thomas. Es ist schon vorbei, aber... Gut. Ich hab's gerade. Also kann ich nur jedem empfehlen. Will nur sagen, Druschba war da noch nicht, Joschka Ola, Hauptstadt Mariel. Wenn immer jemand in der Nähe von Kasan ist, das sind 2,5 Stunden Fahrt, das lohnt sich. Toller Ort, toller Platz, international, viele Touristen. Also wirklich ein Traum, muss ich ganz einfach sagen. Dann komme ich zum Reinhold. Reinhold, ich habe leider die Reihenfolge der Bilder durcheinander gebracht. Du hast mir gesagt, so das erste Foto mit dem Denkmal ist eigentlich das letzte Foto. Dann werde ich es auch nach hinten schieben. Dann kommen wir mal zu den Nachtwölfen. Ihr habt die Nachtwölfe besucht. Das ist Bild Nummer 6. Und
Naja, vielleicht kannst du ein bisschen was über die Nachtwölfe erzählen für diejenigen, die die Nachtwölfe noch nicht kennen. Und der Over hat ja auch ein Kopftuch von den Nachtwölfen an. Kannst du ja, wenn der Reinhold fertig ist, vielleicht noch ein bisschen was dazu ergänzen. Schieß los, Reinhold. Die Nachtwölfe haben in jeder Stadt ein eigenes Chapter. Die kann man nicht vergleichen mit den Hells Angels oder sonst was bei uns in Deutschland. Die übernehmen, was ich erfahren durfte jetzt auf dieser Tour, die übernehmen zum Teil auch so öffentliche Aufgaben wie im Donbass, Hilfslieferungen etc. pp. Und wir wurden in Woronesch, in Wolgograd und in Samara jeweils vom Chapter empfangen, und in Nischni jeweils vom Chapter empfangen, wurden dann begleitet. Und man hat logischerweise auch Fahnen ausgetauscht, aber die sind wirklich dreh drauf, die begleiten dich dann ins Hotel und die sperren auch dann die Straßen ab. Da kennen die nichts, dann kommst du einfach problemlos ins Hotel, ohne dass du auf Gegenverkehr oder sonst was Rücksicht nehmen musst. Ja, Moment, aber normalerweise macht das doch die Polizei. Ich meine, wir reden hier von einem Motorradclub, korrekt? Ja, die haben so, ich sag mal, so wie ich sie kennengelernt habe, die haben besondere Freiheiten, aber die nehmen auch so besondere Aufgaben, wo man im Prinzip auch, ich sage mal so, ungeschriebene Gesetze auch etwas pflegt. Jo, dann komme ich zum Owe. Owe, du hast ein Kopftuch von den Nachtwölfen und ich glaube, das kriegt nicht jeder. Vielleicht kannst du ein bisschen was über das Kopftuch erzählen. Ja, das war damals so, dass ich das dachte, dass nicht jeder kriegt. Inzwischen kann man es sogar, glaube ich, im Internet bestellen. Die Nachtwölfe haben auch das Marketing lange entdeckt und sagen, man kann Merchandise auch gut verkaufen. Also das kann sich mittlerweile im Internet, heute ja nicht wahrscheinlich. Ich glaube, im Moment Sanktionen kannst du nicht im Internet ein Nachtwölfe-Shirt bestellen. Könnte ich mir vorstellen. Könnte mal jemand probieren übrigens. Könnte mal jemand da draußen von den Zuschauern mal gerne Nachtwolf-T-Shirt, irgendwas jetzt im Moment bestellen, nach Deutschland liefern lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen Probleme gibt, aber natürlich hat man so T-Shirts und so ein paar Sachen und ich war ja 16, 17 und 19 mit den Motorrädern über die Krim. Tolle Erlebnisse, tolle Sachen, auch da den Alexander kennengelernt, den Chef. Alles gut, die Jungs machen ihr Ding. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was sie machen. Muss man auch nicht immer. Da ist mir in manchen Dingen etwas zu krasse Ansichten. So ist das eben. Ihr wisst ja, Menschen sind verschieden und da ist man in einem Ding, sagt man, ey, toll, Nachtwölfe. Aber bei anderen sagt man, ist nicht so meine Sache. Zum Beispiel darf ich das sagen, die sind extrem, ja, darf ich es aber auch nicht schlecht machen, sind extrem homophob. Und also wirklich so. Also wenn da irgendwie ein Schwuler, eine Lesbe in die Nähe kommt, so war es 2016. Ich habe nur mal gesagt, gebt denen noch Zeit. Ich hoffe, die kommen irgendwann dazu, dass sie locker werden. Da gab es ja mal richtig Stress auf einem Parkplatz, wo eine Regenbogenfarbe bei den Friedensfahrern war. Dann wurde da, die musste abgenommen werden, als ob der Teufel da ist. Klar wissen wir auch, das wissen wir, dass diese Politik, Gender und so weiter, dass da was dahinter steckt, ne? Von den Amerikanern, die westliche Art, die Sprache, die Geschlechter, irgendwie die Familie ist nicht mehr wichtig, die alten Werte untergraben, Neues. Wir wissen, dass das auch eine Strategie ist, aber ich muss trotzdem nicht so homophob sein, dass ich so nach dem Motto bei den Nachtwölfen auf der Bikeshow, wenn da ein Mädchen mit einem anderen Mädchen Hand in Hand aufs Klo geht oder noch zwei Männer irgendwo Arm in Arm sind, dass man die da halb totschlägt, also nicht ganz, aber raus, raus. Das ist noch ein bisschen mittelalterlich, sowas gefällt mir nicht. Da musst du heutzutage offen sein. Da kannst du nicht mehr irgendwie sagen, wir sind im Mittelalter. Lass die doch machen und gut ist. Ich glaube aber, da kommen auch die Nachtwölfe irgendwann hin. Ja, sie wollen im Prinzip Erde bewahren, sind etwas konservativ. Aber ich habe 2019 habe ich mich lang mit Sven unterhalten in Moskau. Sie wägen jetzt auch ab, aber lehnen logischerweise ganzer Gender-Kram und alles lehnen sie ab. Sie wollen eigentlich, dass die Kinder wieder mit Familienwerte, mit Werte fürs Land und so erzogen werden. Aber wir haben auch, wenn man sieht, auch die Fahne von den Nachtwölfen bekommen. Die bekommt nicht jeder und im Internet kann man sie nicht bestellen. Mhm. Das heißt, wenn du mal Probleme hast, Reinhold, machst die Fahne ans Auto und dann weiß der Rest Bescheid. Wenn du mit einem anderen Motorradclub da irgendwie mal im Verkehr aneinander gerätst, dann lassen sie dich in Ruhe. Könnte sein, weiß ich nicht, Spaß beiseite. Nee, aber das ist es ist einfach in Russland, muss man sagen, eine Institution. Und man muss auch dazu sagen, der Russe denkt anders wie wir.
was gar nicht verkehrt ist. Und der Russe hat, legt unheimlich Wert auf kulturelle Werte. Ja, und auf ja, die Kultur zu bewahren, zu pflegen, ist aber nicht rückständig. Das sind so meine Erfahrungen. Ja, dann kommen wir mal zum Thorsten. Thorsten, ich habe zwei Bilder von einem Kuchen. Wir fangen mal mit dem rechteckigen Kuchen an. Ja, und zwar ist das der Druschba Friedensfahrtkuchen 2022. Das ist ein rechteckiger, da ist einmal das Druschba-Emblem drauf. Da habt ihr Station gemacht. Bei wem habt ihr diesen Kuchen bekommen? Ich habe ihn zwar jetzt nicht im Bild, aber ich habe von zwei Kuchen probiert. Der rechteckige Kuchen war aus Nischni Nowgorod, wo wir dort im dortigen Kreml empfangen wurden. Und der runde Kuchen war aus der Nähe von Bryansk, wo wir den deutschen Landwirt Christian besuchen durften. Vielleicht schaut er ja zu. Dann winke, winke. Und seine Frau heißt Anna, die hat dann den runden Kuchen gemacht. Da habe ich auch noch ein Bild, das kommen wir später. Also bleiben wir beim rechteckigen Kuchen. Der war in Nischni. Das ist natürlich die Überraschung beim einen wie auch beim anderen Kuchen, wenn die Gastgeber so ein Geschenk dir präsentieren und wirklich eins zu eins, jeder Marketingfachmann wäre begeistert, eins zu eins im Design des Druschba-Logos, ja, das war schon ein Traum. Einfach die Geste, ja, und so sich auf die Gäste einzustellen und es zeigt eben die Größe der Wertschätzung einfach, ja, und wenn du dann im Kreml von Nischni Nowgorod, wo eine große Schranke davor ist, wo normalerweise niemand mit dem Auto reinkommt, ja, wo der Reinhold mit seinem Privatfahrzeug reinfahren durfte. Wir sind da mit einem kleinen Reisebus reingefahren und sind dort von der Delegation empfangen worden, von der Stadt. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Wir waren dort in einem klimatisierten Konferenzsaal. Die Gastgeber haben vorbereitet für jeden ein Namensschild in Deutsch und in kyrillischer Schrift. Und du saßt da wie... ja, irgendwo in einem Parlament. Jeder hatte ein Mikrofon, was man an- und ausschalten konnte. Und eine ganz tolle Geschichte. Und da war unser Druschba-Mann vor Ort, der Remo, der nach in die Nähe von Nischni Nowgorod ausgewandert ist, war mit dabei und konnte da auch noch Fragen äußern beziehungsweise Anregungen geben für Menschen aus Deutschland, die Kontakte knüpfen wollen nach Russland, speziell in die Region Nischni Nowgorod, um möglicherweise dort Fuß zu fassen oder sich einfach mal zu informieren, wie es dort mit der Arbeitssituation aussieht, ob das Thema Auswandern interessant ist für den einen oder anderen. Und da konnten wir schon, denke ich, schöne Impulse geben auch und Anregungen, das eine oder andere auf der Homepage von der Stadt zu veröffentlichen. Und ich denke, die Empfehlungen und die Wünsche wurden schon sehr offen entgegengenommen. Dann komme ich zum Ove. Ove, du hast dein Immunsystem auf Trab gehalten. Du hast mir ein Video zugesendet, das wollen wir mal einblenden. Du bist in einen 4 Grad kalten See gesprungen. Das Video würden wir aber jetzt mit Ton mal einblenden, weil du kommentierst auch ein bisschen was. Okay, in 2,5 Minuten blenden wir mal ein und dann stelle ich dir ein paar Fragen dazu. Ja, blende mal bitte ein, der 4 Grad kalte See. Hier sind wir jetzt unweit von der Kasanka, ein Stück rausgefahren aus Kasan. Und das ist jetzt der Blaue See. Blauer See heißt der See, der hat so eine schöne bläuliche Farbe. Der ist sehr kalt, 4 Grad Wassertemperatur, meine Lieben. Und ihr kennt euren Ove Schadauer, der geht natürlich dann da rein. Der geht dann da rein, der muss ja mal testen, wie sich 4 Grad anfühlen. Das sind irgendwelche Quellen, unterirdisch, klares Wasser. Und hier geht das Wasser dann irgendwie weg.
Also Leute, drückt mir die Daumen, dass ich da heil rauskomme. 4 Grad im Baikalsee bin ich geschwommen, 12 Grad. Hier sind es 4 Grad. Jesus Maria. Und guck mal, die Jungs springen da rein. Или так? Не-не. Ну! Leute, liebe Grüße nach Deutschland. Es ist kalt in Russland, sehr kalt. 4 Grad Temperatur, so kalt. Tag, Holland. Vielen Dank. Nee, nee. Все, я больше не пойду. Три раза здорово. Dreimal für die Gesundheit. Wenn man dreimal hier reingeht, dreimal, ist man ein Jahr lang gesund. Ну, очень холодно. Или так? Не-не. Wir wollen mal probieren. Wir wollen mal probieren, wie es schmeckt. So Leute, das ist das Wasser aus dem schmeckt ein bisschen nach Kompott. Marlin kriegt Kompott ab. Ja, Moment. Jo. Okay, lieber Uwe, also wir haben Hochsommer, wir haben Ende August, es ist warm und dieser See ist trotzdem 4 Grad kalt. Du bist da dreimal reingesprungen und du hast das Wasser auch direkt getrunken. Jetzt, bevor wir zum Trinken gehen und zur Wasserqualität, erstmal, wie ist das im Hochsommer in 4 Grad kaltes Wasser reinzuspringen? Ich hatte keinerlei Vorerfahrung. Wer Sauna macht, kennt ein bisschen Sauna, Hitze und dann ins Abkühlbecken. Bin aber kein Saunist. Mein Vater hat uns damals immer so beigebracht, nach dem Warmduschen kurz kalt duschen. Das ist nicht schlecht für den Kreislauf. Aber immer schaffe ich es auch nicht. Im Winter, wenn es regnet, mache ich es ungern. Daniele Ganse hat auch mal was dazu gesagt, dass es wichtig ist, sich dazu beim Duschen zu überwinden. Das ist ganz wichtig. Und in dem Fall, warum bin ich reingesprungen? Wir hatten 38 Grad, das war ein Hitzetag. Ich glaube, da wart ihr gerade, die andere Gruppe in Wolgograd, irgendwie, da waren auch 38. Irgendwie war das einer der heißesten Tage von der Tour. Das heißt, der Kontrast von 38 auf 4 ist heftig. Und als ich an diesem Holzsteg stand, der da quasi so eine Leiter ist, wer eben vorsichtig reingehen will, und mein Zeh, meinen großen Zeh da rein hielt, da sagte mir mein großer Zeh, Otto Walkes hat doch damals großer Zeh an Kleinhirn gesagt, wenn ihr euch erinnert, großer Zeh an Kleinhirn hat dann gesagt, lass es lieber, es ist verdammt kalt. Aber jetzt stehst du als Deutscher, das haben die ja mitgekriegt. Ich war mit dem Neffen von Dilara, mit Arthur und dem Kumpel von ihm, mit Karim da. Der Karim hat das erste Video vom Rand gefilmt. Ich habe gesagt, Karim, wenn ich ein Zeichen gebe, springe ich. Die Russen haben natürlich mitgekriegt, das ist ein Deutscher, ein Nemitz. Da waren ja viele Typen, Kerle wie Bären. Und alle haben geguckt, auch die Kinder da, die jungen Leute. Springt der Deutsche oder haut er ab wie in Stalingrad? Na? Also sprich,
ist er so ein Weichei oder macht das? Und wie soll ich dir sagen? Da war dann so innerlich so ein, ich kann jetzt hier nicht den Zeh reinhalten und wie ein Weichei weggehen. Da war klar, Schattauer, du musst jetzt hier rein. Und Thomas, dann springst du und dann kannst du es eh nicht mehr ändern. Und dann bist du da drin und es geht aber auch. Und danach fühlst du dich natürlich wie Herkules. Du kommst da wie Siegfried, der im Drachenblut gebadet hat. Du kommst da raus und denkst, du kannst Bäume ausreißen, ganz stolz und toll und geschwommen. Und ich sehe nur bei den, da habe ich noch eine Arschbombe gemacht in Richtung Lauterbach und dann noch der dritte Sprung, da bin ich ein bisschen unglücklich reingeplumpst ins Wasser, weil der Holzsteg war nass und wenn du da Anlauf nimmst, kannst du wegrutschen und da brichst du dir alle Knochen an der Leiter. Also bin ich da so ein bisschen yippie, ohne viel Schwung, glücklicherweise noch gut. Bei der Arschbombe bin ich an den Rand gekommen, also mit dem Hintern aufgesetzt auf den Stein, aber nicht doll, glücklicherweise nicht so, dass es wehtat, nur da, wo auf dem See, wenn ihr das seht, die heißen blaue Seen, Goluboje Osero. Da, wo das blau ist, türkis, da geht es unheimlich tief rein. Und da sind so kalte Quellen, die dann in die Kasanka fließen, in den Fluss Kasanka, deswegen heißt Kasan Kasan. Die Kasanka trifft auf die Wolga in Kasan. Und das war natürlich toll und ich habe mich gut gefühlt. Und die Russen haben auch sowas gemerkt, so, Alter, der Nemetz. Der ist reingesprungen, so alle so, Alter, also so, so oh, oh, Maladjetz, die Russen sagen Maladjetz, Maladjetz, oh Nemetz, Nemetz, Maladjetz, ein bisschen Nemetz rumgelabert. Das war doch gut und jetzt sage ich auch nochmal, statt der Impfung für Corona, lieber dreimal in 4 Grad kaltes Wasser und das Immunsystem ein Jahr fit, als eben irgendeine Impfung von Herrn Lauterbach, da wäre ich dafür. Und die Politiker, die Deutschen, warte kurz noch, der Nachsatz habe ich auch in Bautzen gesagt, die Politiker, die ganze Regierung dieser Kackistokratie sollte mal kurz dort eintauchen dreimal, damit sie wieder einen kühlen Kopf für weise Entscheidungen bekommen in der Außenpolitik. Der Thorsten hat sich gemeldet, aber ich hätte noch eine Nachfrage an dich, Ove. Vielleicht kannst du noch ganz kurz erklären, warum ist das Wasser bei 38 Grad im Sommer 4 Grad kalt? Das sind unterirdische Quellen, das spült Wasser, das ist unheimlich tief, wo es türkis ist, aus dem tiefsten der Erde, spült dort eiskaltes Wasser. Das läuft die ganze Zeit nach oben, wird nach oben gedrückt und du hast den Bach gesehen. Am Ende des Films, dieser Bach, das sind Seen, die sind ja wie so ein, das ist wie ein geschlossener See. Aber die ganze Zeit fließt das Wasser. Also da pumpt von unten eiskaltes Wasser aus der Erde, was dann in die Kasanka läuft, durchgehend, ohne dass da ein Wasserhahn ist. Da pumpt aus den Spalten in der Erde, pumpt dort kaltes Wasser hoch. 4 Grad, Goluboje Osero, habe ich mich gefreut, dass wir das gemacht haben. War echt ein schönes Erlebnis. Bitte, Thorsten. Ja, zu der Schwimmabteilung wollte ich noch was ergänzen. Also nicht, dass ihr Zuschauer Angst habt, in jedes Gewässer in Russland ist jetzt 4 Grad kalt und man muss sich da jedes Mal einen Eispickel als Utensil neben der Badehose mitnehmen. Also ich oute mich und ich bin von der Warmduscher-Fraktion. Ja. Und es gab eine Abteilung in der Gruppe. Ich grüße hier besonders den Bernd, wenn er zuschaut, und die Julia und den Lars, die immer, wo wir gerade waren, immer ein Gewässer gesucht haben. Ja, es klingt vielleicht verrückt, aber in Russland hat man auch oft die Natur direkt vor der Nase. Und wir waren bei der Anreise schon an einem schönen See, wo ich wirklich morgens um 6 in den See schwimmen war. Böse Zungen behaupten, ich hätte da eine halbe Stunde für gebraucht, bis ich im Wasser war. War nicht ganz so lang, aber ich habe es dann genossen, ganz allein, waren nur noch ein paar Enten mit mir im See drin und die Wasseroberfläche ganz glatt und die Sonne ist gerade aufgegangen. Also wunderschön. Und dann haben wir auf unserer späteren Tour ja immer wieder, kamen wir immer wieder an die Wolga. Und eine interessante Episode, wir sind rechts der Wolga nach Norden gefahren von Wolgograd aus und hatten an sich eine Fähre vermutet und warten da am Ufer eines Seitenarms der Wolga.
Ja, schon einige Zeit, mehrere Stunden, bis irgendwann ein Russe kommt. Ach, übrigens, die Fähre, die ist seit letzter Woche kaputt. Da könnt ihr lange warten, die kommt nicht mehr. Und wir haben die Wartezeit halt ein bisschen überbrückt, indem wir einfach mal schwimmen waren. Ja. Und da war es jetzt keine 4 Grad, sondern wahrscheinlich 2,23, also gemütliche Schwimmbadtemperatur. Und ja, da hatten unsere Leute teilweise so einen Spaß dran, dass sie in jeder Folgestadt dann auch immer wieder die Wolga aufgesucht haben, um dort schwimmen zu gehen. Und ja, man darf sich nicht so vorstellen, wir sind jetzt hier in Mainz. Wer da auf die Idee käme, mal hier vom Oves Zimmer, in den Rhein. Sieht man den Rhein. Und da hätte man wahrscheinlich nicht unbedingt das Bedürfnis, da gerade reinzuspringen. Aber in Städten Russlands an der Wolga, da gibt es sogar oft Strände, oft Sandstrände, und die laden da wirklich zum Baden ein. Um das Wasserthema abzuwassern, dann sind wir durch mit Wasser, zumindest von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob noch irgendwie Wasserthema. Hier bin ich schon reingesprungen, rein, als ich nach Mainz kam, 91. Wir waren bekloppt, am Mainz-Spitzdreieck sind wir reingesprungen. Da wird gewarnt, da sind Strudel. Gehen ja auch jedes Jahr, weißt du, Thomas, Leute, die saufen am Johannisfest, dann wetten sie, schließen sie eine Wette ab, ich schwimme über den Rhein im Suff, und dann findest du die irgendwo ganz weit hinten in Koblenz, irgendwo waagerecht. Ne? Also hier sterben regelmäßig Leute, die sich übernehmen, weil die Strömung des Rheins ist extrem. Das ist jetzt da in Russland nicht so gewesen. Noch mein zweiter Badeort, um zu erzählen, was es alles gibt. Ich war dann auf dem Rückweg von Bulgar, diesen traditionellen, dieser Hauptstadt, der alten Hauptstadt der Bulgartataren, die Vorfahren meiner Frau, waren wir am Kamskoje Morje. Hat das schon mal einer gehört? Kamskoje Morje, die Russen werden es alle kennen. Das ist, Leute, ich habe ja immer gedacht, die Wolga ist riesig. Wir haben ja überall, habt ihr ja auch schön den Strom, und auch in Nizhny, wenn du siehst, wie der da rum um die Kurve, oder auch im Bulgar, da denkst du, was ein riesiger Strom die Wolga ist. Ein Wahnsinn. Auch kurz vor Kasan, da sagt meine Frau, der ist aber nicht so groß. Wir fahren jetzt mal zum Kama. Der Fluss Kama, ihr Lieben, da fährst du an den Strand. Ich habe auch ein Video jetzt nicht dabei. Wer auf meinen Telegram-Kanal guckt, kann das sehen. Hab's auch auf YouTube. Auf YouTube ist auch Kamskoje Morje. Da fährst du wie an den Strand irgendwo in Los Angeles. Da gehen die Straßen hoch und runter. So, weißt du, du fährst so Wellen. Und dann geht's runter zum Strand. Und dann guckst du, Thomas, und denkst, da ist jetzt ein Meer. Du fährst geradeaus auf ein Meer. Da ist kein Ufer. Und ich denke, was ist das denn? Und dann steht da Kamskoje Morje. Das ist die Kama, der breiteste Strom Russlands. Das ist der Wahnsinn. Du siehst das Ufer nicht auf der anderen Seite. Und dann habe ich wieder gedacht, Russland ist groß. Und natürlich wollten wir da baden. Wieder mit dem Arthur, Goluboje, Osiro, sind voller Freude hin. Meine Frau sollte, ich wollte eigentlich reinlaufen und den Hechtsprung machen. Dann gehe ich daran ans Ufer und sehe, das ist ganz grün, das Wasser. Grünes Wasser, völlig veralgt, muss ich sagen, komplett grün, durch den heißen Sommer, kriegen wir auch hier, passiert ja auch manchmal hier in Deutschland, zu viel Algenbildung, zu viel Hitze. Da haben die Leute, die Einheimischen, gebadet. Die Kinder, maßig verschluckt, gehustet, schön die Algen, das grüne Zeug. Der Arthur und ich sind bis zu den Knien rein. Ich habe immer gehofft, dass es irgendwann aufhört mit den Algen, und da schwamm noch anderes Unansehnliches drin rum. Wir haben dann an Kniehöhe gesagt, hier gehen wir nicht rein, sieht lustig aus, das Video. Als ob wir wollten und nicht konnten, sind wir dann wieder langsam rausgegangen aus dem Wasser. Will nur sagen, also leider überall war es nicht möglich, mal reinzuspringen. Aber beeindruckend, das war der beeindruckendste Strom, den ich gesehen habe. Ein guter Freund hat geschrieben auf Telegram, was quasi, das kommt mit dem Amazonas. Amazonas oder Nildelta, diese Größe hat der Kama. Also, das kennt kaum jemand, oder? Hast du schon mal gehört von Kama? Man kennt das Karma. Aber Kama, Kamskoje Morje, das ist kurz vor Kasan, ein Meer an. Also, Russland ist groß, auch nochmal so nebenbei. Dann kommen wir zurück zum beeindruckendes Foto von dir gesehen. Und zwar steht ihr da vor einer Sojus-Rakete, glaube ich. Das war bei einem Museum. Wie viele Museen habt ihr besucht und welches Museum war das mit dieser Rakete davor? Das war in Samara, das Raketenmuseum. Da hatten wir sogar eine Privatführung. Wir durften in die Kellerräume. Und Samara war bis in die Mitte 90er die verbotene Stadt.
wo quasi nur jemand reinkam mit Erlaubnis und raus so gut wie nicht. Da war die ganze Raketentechnik allen drum und dran. Und da ist quasi die komplette Geschichte der russischen Raumfahrt dokumentiert. Ja, da wurde auch, die geben mittlerweile zu, dass die erste Kapsel 150 Kilometer zu weit östlich gelandet ist, mitten auf dem Kartoffelfeld, wo die Leute gerade am Kartoffelernten waren. Und der Pilot kam dann mit dem Blaumann. Und fürs Fernsehen wurde dann die ganze Landung nochmal inszeniert, damit es auch nach Plan so verlief. Damit die Öffentlichkeit sieht, ist alles nach Plan gelaufen. Da waren wir in Samara und in Samara haben wir einige wenig auch mal einen Tag genommen mit keiner offiziellen Termine. Wobei wir wurden dann in Samara mit der Nachtwölfe abgeholt, mussten mit denen noch ein Programm machen und haben in Samara, weil Samara hat einer der schönsten Wolga-Strände und da sind wir in Samara, haben wir noch eine Wolga-Fahrt gemacht und Ove hat ja gesagt, dass in seinem Fluss alles grün war, das war in der Wolga genauso. Da sagen die Russen lediglich, ja, die Wolga blüht, es ist gesund. Und gehen fleißig baden. Das interessiert niemand. Falls die Anuschka zuschaut, sie kennt bestimmt die Tasse. Gut, ja, da würde ich Anuschka auch noch mal ganz doll grüßen und Danke sagen für den Kontakt. Die hat sich auf meinem Telegram-Kanal gemeldet, da die Tochter, die ist ja immer fleißig. Ist jetzt da die Anuschka, ist das die Tochter oder ist das die Dame, die wirklich dann dort den Kuchen gebacken hat? Ist das die Mama? Ich glaube, Tochter. Nein, nicht verwechseln oben. Nochmal ganz langsam. Der viereckige Kuchen, der wurde vom Konditor gebacken in Nischni. Mhm. Die Herztorte. Mhm. Die Herztorte wurde für Christoph und Anuschka in Auftrag gegeben. Der hat eine Dame im Dorf gebacken und wir waren ja bei Christoph und Anuschka auf dem Bauernhof. Mhm. Er ist schon 18 Jahre in Russland und betreibt Landwirtschaft, Getreideanbau. Und er hat uns den kompletten Hof gezeigt und wollte uns einfach einladen und hat uns dann auch bewirtet und hat uns dann als Gastgeschenk unter anderem die Herztorte überreicht. Wir haben sie auch eingeblendet, während du das erzählt hast. Also die Anna hat sie heißt Anna, die hat die Torte gemacht und wir haben auch gesehen. Nein, in Auftrag gegeben. Anna hat die Torte in Auftrag. Ja, okay, aber Anna ist bei uns im Chat mit drin. Deswegen wollen wir sie recht herzlich grüßen. Sie schaut gerade live zu und wir haben gerade. Und ich muss sagen, als ich dieses Bild da zurecht geklickt habe, sind mir die Tränen in die Augen gekommen, als ich diese Torte gesehen habe. Diese unglaubliche Wertschätzung. Ja, also ja. Sehr detailreich, sieht ganz, ganz toll aus. Ich hoffe, sie hat auch genauso toll geschmeckt, wie sie ausgesehen hat. Ich meine, kann ich nicht beurteilen. Ihr habt sie gegessen, hoffe ich. Wir leben noch. Ja, Thomas, ich habe davon probiert. Die war also so fachmännisch angefertigt, sogar mit kleinem Druschbar-Schriftzug in Schreibschrift. Und ich hatte da so ein Stück, da stand noch so Drusch, stand noch drauf. Und da hast du bald Angst gehabt, da reinzubeißen, gell, um das kaputt zu machen. Also das war schon der Knaller, ja. Ja. Aber ansonsten sind wir da wirklich auch fürstlich bewirtet worden bei Anuschka und Christian. Und vielleicht gerade noch ein Wort dazu. Reinhold und ich, wir sind ja auch mit der Landwirtschaft in Kontakt, dass dort unsere Kunden zu finden sind. Und von daher war es schon sehr beeindruckend, die russischen Dimensionen dort wahrzunehmen, die Größe der Felder. Und Christian hat vor kurzem erst eine große Getreidesilo-Anlage in Betrieb genommen. Und da stehen so riesengroße Silos, die sind so groß wie Hochhäuser. Ja, da würden unsere Raiffeisens in Deutschland sich die Finger nachlecken. Und wir sind da auch zu den Silos rausgefahren und gerade nebendran waren Getreidefelder. Und ja, der Christian hat mal auf die Schnelle per Funk die Mähdrescherfahrer geordert. Und da ist eine ganze Flotte von Mähdreschern losgefahren.
gefahren auf Kommando und hat für uns quasi als Demonstration ein Getreidefeld abgeerntet in 0, nix. Die fuhren mit 3 Mähdreschern nebeneinander und jeweils ein LKW mit Anhänger hinten dran, die dann direkt eben das Getreide abtransportiert haben Richtung der Silos. Und ja, anschließend gab es dann ein schönes, leckeres Essen dann am Bauernhof mit allem drum und dran. Und du wusstest gar nicht, was du noch alles probieren solltest. Und für die Torte war zum Schluss kaum noch Platz. Also die Russen beziehungsweise die in Russland lebenden Menschen, was die Bewirtung angeht, das ist einfach der Gipfel, habe ich sonst wo auf der Welt noch nie erlebt, in diesem Umfang und in dieser Vielfalt. Also Kalorien zählen könnt ihr alle abhaken in Russland. Also das ist unmöglich. Ja, da haben wir auch kurz, während du das alles erklärt hast, haben wir auch das Bild mit der Gastfreundschaft. Anna und Christian haben wir auch mal kurz eingeblendet, dass man das Buffet dann einmal kurz gesehen hat. Das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Ja, aber wir waren ja eben gerade noch in Samara bei dem Museum und an Samara fließt ja auch die Wolga vorbei. Da habt ihr uns auch ein Video zugesendet, nämlich von einer Schifffahrt, dass man sich auch mal ein paar bewegte Bilder von der Wolga machen kann. Da bitte ich, ja, Video Nummer 10 ist das. Ja. So, das Video läuft jetzt. Da kann man mal sehen, wie schön die Wolga ist. Wer von euch beiden, Reinhold, Thorsten, möchte da ein paar Worte zu verlieren? Also die Wolga, wie gesagt, Samara hat eigentlich die schönsten Wolga-Strände, die sieht man auch, und eine super Skyline und Sandstrände. Und die wurde einfach so hergerichtet, weil es die verbotene Stadt war. Die Leute konnten nicht raus. Also mussten sie den Leuten was bieten. Und in Samara hat es auch so, ich sage mal, die Yachten, wie man sie so typisch aus Saint-Tropez kennt. Also das war so ein Vergleich für mich. Es sind wunderschöne Strände, also auf dem Video, wie man es da erkennen kann. Und dann wart ihr auch noch in Wolgograd auf, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auf dem Mamajew-Hügel. Was ist der Mamajew-Hügel? Und vielleicht kannst du da ein paar Worte zu verlieren. Ja, das ist eigentlich, Stalingrad ist eigentlich der Ort, wo als symbolträchtigste Schlacht gilt. Und das wurde eigentlich aufgebaut, auch mit einer Statue. Das ist die Statue. Zum Gedenken an die Schlacht und dass sowas nie mehr kommt. Und da geht man, also das ist so, da kommen Hochzeitspaare hin, da muss man einfach hin, Blumen niederlegen an der ewigen Flamme, lauft den Mamajew hoch und sieht zuerst nur das Schwert und wenn man hochläuft, kommt dann die ganze Statue entgegen und auf halber Höhe ist noch mal eine Statue von einem Soldat. Da habe ich 2019, habe ich da ein Foto geschossen und als ich es zu Hause gesehen habe, saß bei dem Soldat per Zufall eine weiße Taube in der Hand. Und das Video müsste theoretisch jetzt eingeblendet sein, wo wir gerade Blumen niederlegen. Und in der Halle sind die Namen, die aufgeführt sind in der Halle. Das sind alles nur Offiziere, die gefallen sind. Das sind keine normale Soldaten. Wobei man muss sagen, in Wolgograd gibt es auch einen deutschen Soldatenfriedhof. Da gibt es mittlerweile 105.000 Namen von Vermissten. Und es gibt ungefähr 30.000, 40.000 Namen von Leuten, die Erkennungsmarke gefunden hat. Und wir waren am Tag zuvor in Wolgograd auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Rozhoska. Und da habe ich meinem Opa die letzte Ehre angetan, weil der ist dort verewigt.
in einem der Quader. Also man muss da sehen, das sind 105 Quader und auf jedem Quader sind 1000 Namen. Das ist auch eine krasse, warte mal, Reinhold, ich will Reinhold mal ergänzen, das ist eine ganz beeindruckende, also die beeindruckendste Gedenkstätte in Russland. Ein Kunde von mir, auch alter Mann, 82, so alt wie mein Vater, 40er Jahrgang, da war ich, ich mache ja Balkone, Terrassen und ging durchs Schlafzimmer. Zum Balkon musst du ja oft durchs Schlafzimmer gehen von den alten Leuten. Und da sehe ich ein Bild mit den Stalingrad, was Reinhold gerade sagte, mit diesen Quadern von Stalingrad. Und ich gehe mit ihm da durch und sage, sie waren in Stalingrad auf dem deutschen Soldatenfriedhof. Und er zuckte zusammen, der alte Mann, so, als ob ich Rumpelstilzchen, das hat dir der Teufel gesagt, woher weißt du denn das? Ich sage, ja, da war ich 2017 in Wolgograd mit der 17er Tour, hier blaues T-Shirt. Und ich möchte auch nochmal sagen, damit das irgendwie, man muss ja versuchen, dieses Leid darzustellen. Kurze Episode zum Mamajew-Hügel. Dieser Hügel nach dem Krieg wurde aufgeschüttet aus den Resten des völlig zerbombten Erdreiches, mit Munition verseucht, übersäuert, mit Blut übersäuert. Und dieser Mamajew-Hügel aufgeschüttet, jetzt müsst ihr euch, ihr wisst das, die Natur ganz schnell Besitz ergreift. Wenn irgendwo Erde ist, kommt da Unkraut nach ganz kurzer Zeit. 5 Jahre ist dort kein einziger Grashalm, Unkraut, irgendwas gewachsen, weil dieser Boden von Blut und Munition so übersäuert war, dass die Natur nicht Fuß fassen konnte. 5 Jahre ein Sandhügel ohne einen Bewuchs gibt es nur dort. Das Leid, Blut von Deutschen, Russen. Und das müssen wir transportieren, dass wir eben nicht so bescheuert sind und nochmal diesen gleichen Fehler machen. Deswegen sind wir Druschba gefahren. Und die Mamajew-Statue, die ist größer wie die Freiheitsstatue in New York. Redest du von der Statue, die du gerade eben ins Bild gehalten hast? Ich rede von der Statue. Ja, dann bitte ich die Regie, blendet doch mal das Bild ein. Da sieht man nämlich die Statue mit der Druschba-Fahne im Vordergrund. Das ist nämlich genau diese Statue. Und das ist der Hügel, von dem du eben gesprochen hast, Ove. Genau. Ist das korrekt? Genau. Und da haben uns auch, der schließt der Kreis wieder, da haben uns die Nachtwölfe vom Hotel mit dem Bus zu Mamajew begleitet. Und die wollten uns dann auch zum Panorama-Museum begleiten und haben sich verabschiedet. Wusste keiner, warum. Dann waren die Nachtwölfe aber im Panorama-Museum wieder da und haben mir dann, weil sie so angetan waren von unserem Besuch, haben mir dann diese Statue überreicht. Als Dankeschön. Dann möchte ich das Mikro an den Thorsten geben. Der hat sich eben gemeldet. Bitte, Thorsten. Ja, dann auch noch meine Eindrücke von Wolgograd. Also für Menschen, die eben nach Russland reisen möchten, ein absolutes Muss und wirklich eine absolute Sehenswürdigkeit, da vorbeizuschauen. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert über diese Statue selbst. Die ist Ende der 60er Jahre gebaut worden, ist mehr als 80 Meter hoch und war zum Bauzeitpunkt die höchste Statue der Welt. Einmal die Statue selbst, und die steht ja schon dann auf einem Hügel, wo du erstmal mehrere hundert Treppenstufen hochlaufen musst. Jetzt würden wahrscheinlich böse Zungen behaupten, muss das denn überhaupt sein? Muss das so pompös sein? Und wir haben da noch ein kleines Interview gegeben, der Reinhold und ich. Oben war ein Fernsehteam von Russia 1 vor Ort, und ich habe mir die Frage gestellt und einfach beantwortet mit ja, das muss so gigantisch sein, um wirklich das Ganze vor Augen zu haben in Verbindung mit dieser tollen Halle dort mit dem ewigen Feuer, um eben für
den Friedensgedanken in die Welt zu tragen und einfach das Leid vor Augen zu haben, wie viel Tausende von Menschen dort umgekommen sind. Und mein persönliches Erlebnis vom Soldatenfriedhof war auch noch ganz spannend. Also meine beiden Großväter waren im Krieg in Russland und kamen beide zum Glück wieder zurück. Aber man ist dann schon neugierig und sucht nach den Namen auf diesen vielen Quadern. Und ich habe einen namensgleichen gefunden. Es war aber natürlich dann nicht mein Großvater, sondern nur jemand, der genauso hieß. Aber auch das geht schon ganz tief ins Herz rein. Und ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon erwähnt haben, direkt gegenüber vom deutschen Soldatenfriedhof ist der russische Soldatenfriedhof. Und wir haben natürlich im Beisein der Nachtwölfe auch den russischen Gefallenen da unsere Ehre erwiesen und haben auch dort Blumen hinterlegt. Ich möchte auch noch mal ganz kurz was ergänzen zu den sehr guten Ausführungen auch von Thorsten und von Reinhold. Warum war es in dem Moment das größte Denkmal auf der Welt oder ne, die größte Statue, hast du ja gesagt, ja, als es gebaut wurde? Leute, weil das Leid der Russen mit 27 Millionen von deutschen getöteten Menschen das größte der Welt war in dem Moment. Kein Volk musste 27 Millionen Tote beklagen. Kein Volk im Zweiten Weltkrieg. Also hatten die Russen den höchsten Blutzoll. Und damit haben sie das Recht, die höchste Statue und ein Denkmal zu bauen, in Gedenken an die Opfer. Und das sagte Albert Schweitzer, ich kriege es nicht 100% zurecht, da gibt es ein Zitat von ihm, dass Denkmäler quasi die Mahner der Geschichte sind. Also so ein bisschen ähnlich. Sie mahnen, dass man die Geschichte nicht vergisst und den Fehler nie wieder macht. Das ist die Aufgabe eines Denkmals. Und ihr wisst, dass in baltischen Staaten und überall versucht wird, solche Dinge abzureißen, damit man sich nicht erinnert an die schlimmen Opfer, an das Leid der Kriege, damit das im Gehirn gelöscht wird und man in neue Kriege gehen kann, weil man es nicht mehr sieht, nicht vor Augen hat. Deswegen richtig, das größte Denkmal dieser Zeit, weil das Leid der Russen war das größte der Zeit. Ich habe gerade parallel geschaut, was ihr für Bilder eingeblendet habt. Das Bild mit den drei Soldaten und das Bild mit dem Kreuz, wo wir Blumen niederlegen, das war Voronezh, das war nicht Wolgograd. Das war Voronezh, das war eine Station zuvor. Nicht, dass wir hier was vermischen, weil Wolgograd war aber nicht alleine die größte Schlacht. Die größte Schlacht, die aber einfach nicht in die Annalen einging, die war Reschew. Was Ove am Anfang besucht hat und wir dann am Ende besucht haben. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum war Wolgograd so wichtig? Wolgograd war aus zwei Sachen wichtig für das deutsche Heer oder für die deutsche Wehrmacht. 80 Grad hinter Wolgograd waren die kompletten Ölraffinerien. Und wenn man Wolgograd eingenommen hätte, dann hätte man auch die Lebensabend auf Russland gehabt. Ob das jetzt gut war oder schlecht war, sei mal dahingestellt. Aber man fragt sich immer, warum gibt es nicht die bedeutende Schlacht um Moskau, warum gibt es die in Wolgograd? Nun gut, ich meine, das ist einer der Gründe, warum Stalin damals gesagt hat, wer vor dem Kampf flieht, der wird erschossen, ihr kämpft bis zum Umfallen, weil er wahrscheinlich gewusst hat, wie wichtig damals Stalingrad für das Überleben Russlands war. Ja, ich will jetzt Stalin nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, aber es ging halt einfach, wie du es eben gerade gesagt hast, um die geostrategische Lage. Genau, und zwei deutsche Offiziere haben eigentlich die Züge mit warmen Winterklamotten, die für Stalingrad gewidmet waren, die haben sie umgeleitet und die sind irgendwo in Polen gestanden. Und ich noch eine Ergänzung. Also Stalingrad, sagt man immer noch in der Geschichte, der Wendepunkt des Krieges, die Niederlage der Deutschen in Stalingrad. Aber die Panzerschlachten am Kursker Bogen
warst du auch mit 2017. Ja. Das ist ja auch beeindruckend auf dem Feld, dieses Denkmal, ne, wie so eine fliegende Untertasse, so auf, ne, so ein bisschen wieder so ganz modern. Und dann schaust du auf diese Weiten, ne, diese weiten, endlose Weiten, Hügelland. Und ich kenne ja die Filme, wenn, früher haben wir die immer gesehen im Osten, ich weiß nicht, ob ihr im Westen noch diese Panzerschlachten gesehen habt aus dem Zweiten Weltkrieg, da sehe ich dann diese Schwarz-Weiß-Bilder, wo die dann darüber, über den einen, dann explodiert der Panzer, dann wird da geballert, dann die Katjuschas, das waren diese Schwarz-Weiß-Filme und da war die entscheidende Schlacht Kosker Bogen. Das war die Entscheidung des Krieges, die Panzerschlacht am Kosker Bogen und Stalingrad, also zweimal hat die deutsche Armee einen Knockout, einen richtigen Knockout bekommen. Und das war die Wende des Krieges Kosker Bogen plus Stalingrad. Nur nochmal so, dass wir das nicht vergessen und dass wir uns damit beschäftigt haben. Genau. Wir waren ja auch in Kursk, oder wir sind durchgefahren in Kursk, haben aber, wir mussten ja auch die Termine jonglieren, hatten eigentlich keine Zeit, haben aber in Kursk einen Zwangsaufenthalt gehabt. Ich wurde plötzlich angehalten von der Polizei und wundert sich die noch, dass ich so 30, 40 Meter weiter vorfahre und dass hinter mir noch vier Autos halten. Dann wurde gefragt, warum, weshalb, wieso, Kofferraum auf. Und als sie gemerkt haben, dass wir Druschbar machen, hat die Polizei sich x-mal entschuldigt, dass sie uns kontrolliert haben. Aber sie müssen doch. Wir haben dann gesagt, wir fühlen uns aber sicher, wenn wir kontrolliert werden, dann wissen wir, es sind keine Terroristen unterwegs. Dann wurden Flyer getauscht und dann war die Welt in Ordnung. Und dann haben wir noch ein Foto von einem Soldaten, der hat, oder von einer Statue, die hat keine Beine, sondern ganz viele Arme. Die hatte ich ganz am Anfang gesetzt. Da hast du mir gesagt, Reinhold, nee, die gehört eigentlich ganz ans Ende. Was kannst du zu dieser Statue erzählen? Da hat Obi schon was erzählt, dass er am Anfang dort war, weil er von Opatschka per Zufall Richtung Nischni vorbeigefahren ist. Und wir quasi an der Heimreise, Anführungszeichen per Zufall, vorbeigefahren sind, stand zwar bei uns auf dem Programm, aber auch am Anfang, aber da hatten wir keine Zeit, wegen Christian besuchen. Und dann haben wir da am Ende unserer Reise, also bevor dass wir wieder ins Kopf waren, haben wir dann Blumen niedergelegt. Weil das war eine der größten, oder mit die größte Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Okay. Und wie hoch ist diese Statue? Kann ich dir nicht sagen. Die Statue, da sind lauter schwarze, wie heißen die Vögel? Kraniche. Das sind alles tote Soldaten, wo die Seelen davon fliegen. Und die sollen so als Mahnmal erinnern. Und da möchte ich auch nochmal ergänzen zu dem, was schon ein paar Mal Leuten gesagt nach der Reise. Die Amerikaner, die sind die Weltmeister im Marketing, Hollywood, Show. Und da sind sie die Weltmeister. Sie machen coole Werbespots, coole Filme, Showgeschäft. Aber es ist eben oberflächliche Show, Leute. Es ist eine Scheinwelt, eine Hollywood-Scheinwelt, die nichts mit der Realität zu tun hat. Die Russen sind für mich die Weltmeister in der Verarbeitung emotional tiefen, die Seele berührenden Verarbeitung des Zweiten Weltkrieges und ihrer Opfer. Die Denkmäler, was die Russen bauen, da stehst du davor, das könnt ihr ja bestätigen, Mamajew-Hügel, da läuft dann Musik oder es ist die ewige Flamme. Schweigen, da stehen die Soldaten, still wie, du denkst, die sind Puppen, das sind doch Roboter, die bewegen sich keine Sekunde. Das ist die größte Ehre für den, dort zu stehen an der ewigen Flamme. Damals waren wir auch im Sommer in der Hitze da, haben sie das diesmal auch gemacht, dass sie, ja, dann kam ein Offizier, nahm den Hut hoch vom Soldaten, die Mütze und tupfte ihm, während er sich nicht bewegte wie ein Zinnsoldat, tupft er ihm den Schweiß ab und setzt sie darauf. Das sind emotionale Momente, Schweigen, aber eine Spannung, da ist eine Stimmung. Und in Rzeszów lief dann, ich hatte Glück mit dem Wetter, da war Sonnenschein, da lief klassische Musik und dann läuft so traurige klassische Musik und du stehst an so einem, neben diesem Ehrenmal mit den Kranichen. Riesenhoch ist dann so links und rechts, auch wie in Wolgograd, sind Steinbrocken, in die Namen, alles voller Namen. Also du musst dich daran gehen und siehst von Weitem nur irgendeine Skulptur. Gehst dich dran und die gesamte Skulptur auf irgendwie 40, 50 Meter dreimal ist klein geschrieben, voller eingravierter Namen von den Opfern.
Also das ist alles, und das können nur die Russen, ja, das können sie, weil sie so gelitten haben, weil sie das Leiden rüberbringen. Und das ist echt, das ist nicht Hollywood, das ist nicht Rocky, das ist nicht ein Liebesfilm. Sag noch einmal, bis ich weiß, wie ist der Kackfilm da, sag noch einmal Dingsbums-Cherie hier, irgendein so Kack-Schnulzen-Ami-Film. So, das ist Leben, das ist echt, das ja, ist aber das Leiden. Das ist auch eine Art Aufarbeitung und die haben keinen Hass, die empfinden keinen Hass gegen die Deutschen, absolut null. Also das gibt es mal unter 100.000 einer, aber schwarze Schafe gibt es überall. Und noch eine Ergänzung, die höchste Ehre für eine Familie ist, wenn der Soldat die ewige Flamme auf dem Roten Platz bewacht. Mhm. Das ist im Stundentakt die Stablösung und die zweithöchste Ehre ist dann, nach meinen Erfahrungen, ist dann Mamajew. Und der wird auch im Stundentakt. Und die stehen da, wie man es kennt, vom Buckingham Palace. Stocksteif, Anführungszeichen. Ja, es war beeindruckend. Also, wie ist denn euer Fazit? Jetzt seid ihr ja wieder zurück. Wir haben jetzt einige Impressionen gesehen, einige Bilder, einige Eindrücke. Aber ihr habt ja auch gesagt, das kann ein Zeichen sein, vielleicht ist auch nur ein kleines Zeichen, wie auch immer. Wie würdet ihr denn am Ende eure Druschbarfahrt 2022 bewerten? Was Reinhold, du kannst sofort anfangen. Reinhold, ich will mal sagen, Thomas, bevor wir es vergessen, die Zuschauer, die jetzt da sind, haben vielleicht spannende Fragen in der Zeit, wo Reinhold das Fazit macht. Wenn ihr Fragen habt zu den Straßen, zu den Grenzübergängen, zum Essen, zu den Läden, ob die Sanktionen irgendwie ankommen, zu den Preisen, stellt all diese Fragen, während wir jetzt vom Fazit reden. Und dann können wir danach nochmal so auf solche vielleicht Detailfragen angehen. Wir wollen natürlich auch Zuschauerfragen, Thomas, immer mal wieder beantworten. Also gerne jetzt loslegen und dann, Reinhold, bitte das Fazit und so weiter. Ja, ich will, bevor ich ein Fazit mache, wir haben jetzt über Denkmäler, über Blumenniederlegung gesprochen. Wir hatten aber auch viele Kontakte mit Menschen. Wir waren in der deutsch-russischen Gemeinde in Marxwanger eingeladen, wo wir direkte Gespräche, direkter Austausch hatten. Die haben für uns auch deutsche Streuselkuchen gebacken. Wir waren in Nischni bei den NGOs um Kontakten. Wir waren in Nischni in einer Gehörlosenschule, wo im Pandemietheater. Wir waren in Wolgograd. Was? Piano-Theater. Wir waren in Wolgograd in der Friedensstiftung. Also wir haben auch der zwischenmenschliche Kontakt, den Kontakt gepflegt, um mit den Menschen auch zu zeigen, wie wir ticken. Und was da war, die menschlichen Kontakte, das waren immer die höchste Wertschätzung, die sie uns entgegengebracht haben. Und wir wurden immer vielmal gefragt, habt ihr keine Angst, wenn ihr wieder zurückgebt vor Repressalien? Und so das Resümee, mein Resümee, mein Körper ist da, mein Geist halber, meine Seele hängt noch an der Wolga. Aber das Resümee ist, es war die wichtigste Druschbarfahrt seit Beginn, weil wenn wir ein Zeichen setzen, jetzt, wann dann? Und wir haben wirklich alles dran getan, um Gesicht zu zeigen und die Druschba wird auch eingeladen und muss sich bewerben für einen Nachfolgekongress der Volksdiplomatie. Wir durften ja schon mal in Moskau vorstellen am Kongress der Volksdiplomatie und da gibt es dieses Jahr wieder einen Kongress. Und da ist die Einladung für die Bewerbung, liegt schon auf dem Tisch. Dann stelle ich mal dieselbe, Thorsten. Was ist dein Fazit von der Druschbarfahrt dieses Jahr? Ich möchte mal unseren Druschbarmann in Nischni Nowgorod grüßen, der mich mit einem Satz begrüßt hat, der bei mir haften geblieben ist. Und zwar hat der gute Remo, hallo, wenn du zuschaust, mich mit Handschlag begrüßt mit dem Satz, willkommen in der Freiheit. Und ja, wenn mir in meiner Schulzeit jemand gesagt hätte, für dich könnte irgendwann Russland ein Land der Freiheit sein, und Deutschland ein Land, wo es mit sehr vielen Einschränkungen zu tun hat,
Ich hätte ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber so hat sich vieles, besonders in den letzten paar Jahren, gewandelt. Und ja, wir hatten jetzt eine stressige Reise mit sehr vielen langen Autoetappen zwischendrin. Aber es war im Vergleich zu dem Leben in Deutschland in den letzten 2 Jahren in Russland sowas von entspannt. Also die Anhänger dieser weißen oder hellblauen Gesichtsmasken, die konntest du in 3 Wochen vielleicht an 2 Händen abzählen. Und dann waren es vielleicht ältere Damen und Herren, die mit dem Rollator gerade vom Arzt kamen. Und da hing auch die Maske oft hier so am Kinn. Mhm. Also insofern, ja, es ist vielleicht für die zu Hause gebliebenen kaum nachvollziehbar. Oder vielleicht kann man es doch ein Stück weit begreifen, aber das war für mich ein Erholungsfaktor, überhaupt nichts mehr von dem C-Thema in den 3 Wochen erleben zu müssen. Und das nur mal ergänzend, ich unterschreibe natürlich auch das, was der Reinhold gesagt hat von der Bedeutung der Fahrt. Ja, es ist im Grunde gesagt, und egal, ob es jetzt 15 Personen waren oder 150, ich denke, das Zeichen ist wichtig und das Zeichen wird in Russland wahrgenommen. Und ja, vielleicht noch ein Aspekt, der mir jetzt so durch den Kopf geht. Ja, wir haben seit vielen Jahren die Fahne mit den russischen Farben und den deutschen Farben. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass wir jetzt zum Beispiel kontra Ukraine oder kontra die Menschen in der Ukraine wären. Das wird dann sehr schnell geschlussfolgert und ich denke, das sollten wir auch mal erwähnen, dass wir natürlich nichts gegen die Menschen haben, sondern allenfalls gegen irgendwelche politischen Führungskräfte. Da möchte ich auch kurz aus dem Chat was vorlesen. Da fragt Maria Original, und zwar, wie haben die Ukrainer auf euch reagiert? Ich meine, vielleicht hat sie später zugeschaltet. Ihr seid ja nicht durch die Ukraine gefahren. Hättet ihr ja machen können mit einem großen Z auf der Motorhaube. Mal gucken, wie weit ihr gekommen wärt. Ja, aber habt ihr denn in Russland den ein oder anderen Ukrainer kennengelernt? Und falls ja, wie war der so drauf? An der Grenze, beim Grenzübergang auf der Rückfahrt, war eine Riesenkolonne an der linken Seite. 7 Tage mussten die Lkw-Fahrer an der estnischen Grenze warten. 7 Tage, dass sie durchkommen. Und links war eine Riesenflüchtlingskolonne Ukrainer. Und das haben wir dann eben später auch rausgekriegt, weil wir nachgefragt haben. Das sind junge Männer gewesen, überwiegend junge Männer im militärfähigen Alter. Das heißt, die haben inzwischen begriffen, man geht einige Wochen, man muss eine Zeit nach Russland gehen, auswandern nach Russland über die ukrainisch-russische Grenze, quasi fliehen nach Russland, dort verweilen und dann wollen sie über Estland um die Ukraine rum nach Europa, nach Deutschland, das heilige Land immer noch für viele. Und das ist quasi, sie wollen nicht, verstehe ich vollkommen, ihr Leben opfern für einen Selenskyj. Und das nur mal so, also da standen friedlich Russen, Ukrainer, alles zusammen, da wurde sich nicht blöd angemacht. In der Richtung habe ich noch ganz, noch andere Erlebnisse mit Weißrussen, die in Polen haben wir die getroffen und dann habe ich die gefragt, wie konnten sie denn über die polnische Grenze? Nee, wir sind über Litauen gefahren, nur 25 Minuten Grenze, keine Schikane, alles gut, Weißrussen über Litauen. Wir haben in Warschau noch Weißrussen getroffen, die arbeiten in Warschau. Sind Weißrussen, sind Programmierer, zwei Pärchen. Ja, aber es geht ja jetzt eigentlich um die Ukrainer. Wurde ja nach der Ukraine gefragt. Ja, Reinhold, ja, ist doch egal. Ich kann doch wohl mal kurz ausholen. Und das heißt, ich will nur sagen, wenn man immer denkt, dass die Vorurteile, dass immer alles schlimm ist, Ukraine unverfeindet und jetzt auch Polen mit den Weißrussen und was man immer so in den Chats hört und Schikane. Es gibt überall Idioten
Reinhold, es gibt überall Idioten und es gibt eben auch nette Leute. Und genauso gibt es auch in Deutschland Idioten. Da kannst du an einen Zollbeamten kommen, der es auf dich abgesehen hat und dann wird dein Auto gefilzt. Will nur sagen, der eine hat Pech, kriegt an der litauischen-lettischen Grenze 13 Stunden Kontrolle und die anderen haben uns erzählt, sie waren in 20 Minuten durch. Wir waren an der estnischen Grenze kaum kontrolliert. Jedes Auto in 10 Minuten und wir dachten, da ist die Hölle los. Also nochmal hinfahren, Erlebnisse machen und wenn man gefilzt wird, dann gehört das auch zum Alltag eines Grenzbeamten, dass er sich mal eine Stichprobe nimmt und dann wird er gefilzt. Nicht immer gleich sagen, das ist Schikane. Da gibt es Idioten, aber nicht alle sind so. Das wollte ich nur sagen, was Ukraine und so weiter überall betrifft. Reinhold hatte eine Wortmeldung. Bitte, Reinhold. Wie viel Ukrainer getroffen? Und das sind ja überwiegend russischstämmige Ukrainer. Da hatten wir überhaupt keine Probleme, außer dass wir mal ein Hotel gebucht haben, was schon 2 Monate voll war mit ukrainischen Flüchtlingen. Da haben wir dann eher so von russischer Seite her, trotz Buchungsbestätigung, so nach dem Motto, das ist doch mir egal, sucht euch was. Aber ansonsten mit den Ukrainern, die wir getroffen haben, und das sind ja überwiegend russischstämmige Ukrainer, überhaupt kein Problem. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch meine Erfahrungen mit Ukrainern gemacht und zwar hier in Deutschland mit den Ukrainern, die hierher gekommen sind. Und ich muss dazu sagen, diejenigen, die ich bisher kennenlernen durfte, die sind einfach, und so würde es jeder von uns auch machen, einfach vom Krieg geflohen. Die sind froh, dass sie nicht im Krieg sind. Und da habe ich sie gefragt, weil das war die meisten, die ich kennenlernen durfte, die kommen aus der Nähe von Cherson. Und die wären eigentlich gerne alle nach Russland rüber, aber da hätten sie durch die Kampflinien durchgemusst. Das war zu gefährlich. Und jetzt sind die hier. Ja. Und da geht es dann nicht darum, auf welcher Seite stehst du, sondern da geht es dann eher darum, Hauptsache weg vom Krieg. Und im Chat ist der Mann von der Anna jetzt auch live als Zuschauer dabei. Er schreibt, der Christian ist jetzt auch da. Er ist vom Feld nach Hause gekommen. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Christian. Ja, ihr Lieben, kommen wir mal zur aktuellen Situation. Ich glaube, wann war das, Andi? Vorgestern, wo sie wieder das Atomkraftwerk beschossen haben? Es wird dauernd beschossen. Die Situation wird ja immer, immer gefährlicher. Was glaubt ihr, was muss noch alles passieren, bis die irgendwann mal checken, dass das keinen Sinn mehr macht? Wir hören auf. Ja? Wie schätzt ihr die Lage ein? Also wir haben vor Ort hier auch mit den Leuten gesprochen und ich denke, viele sind so ratlos wie wir hier auch, ja, weil die Leute, die nicht unbedingt direkt im Brennpunkt wohnen, müssen die Informationen auch aus den Medien entnehmen. Und da müssen wir uns nichts vormachen, genau wie unsere westlichen Medien fast ausschließlich in eine schreiben, so schreiben die russischen und ukrainischen Medien natürlich auch in ihre Richtung. Ja. Also eine gute Bekannte von mir, von der Krim, da ist in der Nähe paar Steinwürfe weiter die Bombe runtergegangen auf die Airbase dort auf der Krim. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, das ist doch nur ein paar Kilometer weg. Was erzählt man sich denn da so? Und da hat sie so gut wie gar keine Informationen aus den öffentlichen Medien bekommen, ist ganz klar. Die Einschläge von der Gegenseite werden da natürlich auch gerne klein geredet. Ne? Nur das Verrückte für unsere Generation, die keinen Krieg erlebt hat. Wir waren ja teilweise sehr nah an der Grenze zu der Ukraine, also sagen wir mal in der Region, wo der Christian seine Farm hat oder auch in der Nähe von Voronezh. Du bist nicht mehr weit vom Donbass weg an der Ecke und du fährst durch wunderschön rausgeputzte Städte und du kannst dir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass da im nächsten Moment
eine Rakete runterkommt und einfach auf Zivilisten schießt, ja. Und wenn man sich dann überlegt, nur wenige Kilometer weiter ist genau das der Fall, dann ist es schon fast surreal, ja. Und wir sind ja, unser südlichster Punkt war Wolgograd, von dem wir aus dann an der Wolga entlang nach Norden gefahren sind. Ich hatte vorhin erzählt von dieser Fähre, die nicht kam, sodass wir einen riesen Umweg machen mussten und sind durch eine Steppenlandschaft gefahren. Irgendwann waren wir noch 50 Kilometer von Kasachstan weg. Also wir haben schon jede Menge Kilometer zurückgelegt, um dann am Abend in der Stadt Engels an der Wolga anzukommen und müssen dann feststellen, dass das komplette Hotel mit Flüchtlingen aus dem Donbass gefüllt ist. Also wahrscheinlich, ich habe es jetzt keine Karte zur Hand, aber wahrscheinlich über 1000 Kilometer von der eigentlichen, vom Brennpunkt im Donbass weg sind die Menschen dort, Familien, viele kleine Kinder, die im Hotel und vorm Hotel gespielt haben, sind dorthin geflüchtet. Und da wünscht man natürlich den Betroffenen alles Gute, dass das möglichst bald vorbei ist und sie in ihre Heimat wieder zurückkehren können. Ja, das war für uns an dem Abend einen Moment mal unangenehm. Wir mussten dann am späten Abend noch mal 50 Kilometer weiterfahren, um in ein freies Hotel zu kommen. Aber das wurde dann auch mit Unterstützung von der Dame in Marxstadt bewältigt, die mal kurz durch die Gegend telefoniert hat und uns dann Hotel besorgt hat. Also eine Lösung wird immer gefunden und in dem Falle für die Flüchtlinge, da stehen wir gerne einen Schritt zurück und setzen uns dann noch mal eine Stunde ins Auto. Alles irgendwo, kein Problem. Reinhold, du, das weiß ich jetzt, weil wir uns persönlich kennen, du beschäftigst dich auch ganz, ganz viel mit Geopolitik. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie wird das Ganze weitergehen? Was glaubst du? Ich bin der Meinung, Europa schießt sich ins Knie, weil 85% der Welt schließt sich gerade mit Russland zusammen. Dann wird, Blomberg schreibt ja schon seit Monaten, Rubel die stärkste Währung der Welt. Und im Moment hat China klipp und klar gesagt, es steht zu Russland, wenn es angegriffen wird. Dann haben wir die größte Militärmacht, hat Europa gegen sich. Und ich gehe zu weit über 90% davon aus, dass der Russe die Atombombe nicht einsetzt. Der macht alles möglich und deeskaliert. Aber die Ukrainer und die Polen werden zündeln. Und ich bin gespannt, wie lange da Russland noch stillhält mit der Provokation und dann nicht vielleicht doch mal die Zügel etwas anzieht. Ich denke, Russland wartet nur, bis Polen direkt angreift. Also als wir unterwegs waren, haben wir die Nachricht bekommen, dass polnische Truppen mittlerweile schon offiziell in der Ukraine kämpfen. Aber die habe ich nicht bestätigt bekommen. Die Gesetze sind ja so, dass Ukraine, Zelensky hat die Ukraine ausverkauft, einmal an Bill Gates mit 170.000 Hektar Land. Dann hat er jeden polnischen Bürger hat er gleichgestellt mit einem ukrainischen Bürger. Das heißt, die können sogar Präsident werden, die Polen. Und die Polen träumen im Moment von Großpolen, von der Ostsee bis ans Schwarze Meer. Und das lässt Putin garantiert nicht zu, weil in der Zeit, wo wir da waren, hat Lavrov eine interessante Rede gehalten. Wenn er die Ukraine entnazifiziert hat, dann kommt Polen dran, Deutschland und die Schweiz. Owe, wie siehst du die nächste Zeit und wie interpretierst du, wenn der Russe die Zügel anzieht? Was kann man darunter verstehen, deiner Meinung nach? Möge es natürlich nie dazu kommen. Jede Form von Zügel anziehen kann natürlich eskalieren in ungeahnte Größenordnungen, in das Verdampfen von Europa.
Ich verstehe immer nicht, dass die Leute in der Politik, die Menschen auch draußen, die jetzt sagen, Waffen schicken, richtig, wir müssen die Ukraine mit Waffen schicken, dass die nicht wissen, dass das die größte Atommacht der Welt steht da hinten, die Russen. Die größte Atommacht der Welt. Das ist nicht irgendwie, das ist nicht Pillepalle. Da steht nicht Peter Pan mit Pfeil und Bogen. Das ist eine Armee, das sind Atomraketen, die verdampfen uns in Europa in Minuten. Ist das den Leuten denn nicht bewusst? Das haben wir schon vor Jahren gepostet, 5 Minuten vor 12. Kennt ihr dieses Posting immer an der Uhr? Da gibt es doch so eine Weltuntergangsuhr, 5 Minuten, 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel Zehntelsekunden wir jetzt vor 12 haben. Begreifen hier die deutschen Idioten, die den Mainstream glauben, entschuldigt, dass ich das mal so sage, dass es Idioten sind, wer dem Mainstream glaubt, blind und vertraut, ohne zu hinterfragen, was denkt ihr denn, wo ihr euch dann versteckt, im Kühlschrank zu Hause oder in eurem Mercedes oder in eurem Audi oder BMW, wenn die Atombomben hier rauffallen auf Büchel und Rammstein? Denkt ihr, da ist irgendwo noch Platz im Luftschutzkeller? Wer sich verdrückt, das kann ich euch jetzt schon sagen, sind die Politiker, die dieses Chaos hier verursacht haben. Die sind dann weit, weit weg, wenn die Verdampfung kommt. Ne? Die sind alle irgendwo, wo erstmal keine Strahlung hinkommt. Also deswegen möchte ich nur kurz sagen, kommen. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Glaskugel rein heute. Was passiert? Ich kann immer nur hoffen, dass irgendwann, irgendwo mal wieder irgendwas Vernünftiges passiert und wir nicht die Marionetten der anglo-amerikanischen Außenpolitik bedienen. Denn, jetzt kommt mein letzter Satz, die Russen, die, wie Reinhold richtig sagte, uns nichts grollen, wenn wir friedlich nach Russland kommen, die uns alles, die sagen, ist alles gut, das waren eure Großväter und die wurden, nicht eure Großväter, die wurden manipuliert, Propaganda und alles gut. Die Vergangenheit ist Vergangenheit, lasst uns in die Zukunft gucken. Aber ihr müsst eins wissen, obwohl das 80 Jahre her ist, die Schale ist sehr dünn bei den Russen, wenn der Deutsche jemals wieder militärisch in ihre Richtung kommt. Dann ist diese jetzt sichere Haut, die wir gemerkt haben, Umarmungen, Druschpa, Deutsche, oh, finde ich gut, ich war auch in Deutschland, dann ist das ganz schnell weg, wenn da was eskaliert. Und dann kommt etwas zum Vorschein, was mir der Nachtwolf, ich habe ja 3 Kopftücher, eins hat er mir geschenkt gegen meinen Friedensbumerang 16, der eine Chef von dem einen Chapter, der sagte nämlich zu mir, oder nicht der, als wir in Moskau waren, sagte ein Nachtwolf zu mir, das habe ich schon mal erzählt in der Sendung, Thomas, du erinnerst dich. Wenn, also seine ganze Familie, Großväter, alle sind gestorben im zweiten Mal, also Riesenopfer seine Familie. Und dann sagt er mir so kurz vor Mitternacht, der andere hat übersetzt, Bulldog, oder wie er heißt, genau, der hat übersetzt. Und der hat dann gesagt, wenn ihr noch einmal nur einen Millimeter mit militärischer Gewalt den russischen Boden irgendwie bedroht, beschießt, bei irgendwas, dann werden wir euch für, aber er sagte, alle Deutschen, für immer und ewig in die Hölle schicken, denn das haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht gemacht. Die haben einen ganzen Haufen überleben lassen und haben den Deutschen eine Chance gegeben und nach Gorbatschow, um den Kreis zu schließen, die Chance auf ein friedliches Miteinander. So, sprich, dann ist Schluss mit lustig. Wenn jetzt hier was passiert, dann ist die Freundschaft und die Deutschen kann quasi ganz schnell kippen. Es ist eine ganz sensible Grenze zwischen Druschba-Freundschaft mit Deutschland. Aber wenn Militär kommt, dann kommt die Wut von 27 Millionen toten Russen zu uns nach Deutschland. Und dann Gnade und rette sich, wer kann. Das ist meine Meinung. Reinhold, du hattest eine Wortmeldung. Reinhold, dein Mikro ist aus, wir hören dich nicht. Ich habe ja noch eine Beobachtung gemacht. Es sind ja noch 15% der russischen Soldaten in der Ukraine. Und wir waren ja jetzt über viele Kilometer an der ukrainischen Grenze entlang. Und wir haben keine Militärbewegungen gesehen. Betonung, keine. Null. Und das ja, fühlen die sich zu sicher, weil da kein Militär ist? Oder die haben bestimmt die Kaserne voll, aber so wie man es hier in den westlichen Medien hört, die ganze Straße sind überfüllt mit russischem Militär und so weiter und so fort. Null nix. Und warum ich auch noch so zuversichtlich bin, dass der Russe es nicht eskalieren lassen will, weil wir haben Russland den Krieg erklärt in jüngster Zeit. Wir haben Folgendes gemacht, im Waffenstillstand steht, wenn Deutschland,
wenn einer der vier Alliierten mit einem Drittmacht im Konflikt steht und Deutschland unterstützt, dann ist der Waffenstillstand aufgehoben und die Feindstaatenklausel ist aktiv. Ja, und er könnte einmarschieren bei uns, völkerrechtlich vollkommen in Ordnung, mit allen Verträgen, aber er macht es nicht. Er ist immer noch auf Deeskalation. Da möchte ich einen Kommentar von Margitta Danzer aus dem Facebook-Chat vorlesen. Die schreibt, ein Bekannter hat sich mit mir gestritten. Er meinte, wir müssten viel mehr Panzer gegen diesen Verbrecher Putin schicken. Und so denken einige. So dumme Menschen gibt es immer noch. Ich bete, dass es nie dazu kommt. Ja, ich kenne auch einige Leute, die sagen, Putin ist ein Verbrecher. Man müsste ihn, ich glaube, im ZDF wurde es mal von irgendjemandem angesprochen, man sollte Putin eliminieren oder so. Und die Leute, die schauen sich diese Sendungen an und übernehmen das unreflektiert und denken dann auch so. Das ist das, was ich sehe, was Propaganda macht. Wieso vergesse die immer die 14.000 Tote seit 2014? Ja, ich meine, der wurde ja ewig lang provoziert und aber auch lang recherchiert. Was war mit ein Grund, warum er so schnell eingelaufen ist? Das war eindeutig nicht geplant in der Kürze. Zelensky hat gedroht mit Atomwaffe. Stimmt, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Genau. Und nachdem die UdSSR aufgelöst wurde, wusste man nicht, ob alle Sprengköpfe in die richtigen Hände gekommen sind. Und man kann in Tschernobyl Sprengköpfe lagern, weil die gleiche Signatur haben wie Tschernobyl, Atomsignatur, und in dem Atomkraftwerk auch die gleiche Signatur. In Saporosche. Also blieb ihm nichts anderes übrig, wie ganz schnell da reinzugehen, Tschernobyl und auch das Atomkraftwerk. Das Interessante war, es gab da eine kleine Meldung, bei der Atomaufsichtsbehörde in Wien hat er das angemeldet, dass er mit den Zivilen zusammenarbeitet und dass er das auch beschützt. Und die Wiener Atomaufsichtsbehörde hat es in irgendwelche Mainstream-Medien auf Seite 34 rechts unten dann zugegeben, dass er alle Vereinbarungen gehalten hat. Ja gut, auch noch eine Ergänzung zu Reinhold. Bitte schaut euch den aktuellen Vortrag von Dirk Pohlmann auf eingeschenkt.tv. Der ist jetzt gerade ein paar Tage alt, eine Woche oder so oder zwei. Hat schon unheimlich viele Klicks. Heißt ja nicht mal, dass da gut ist, aber der ist einfach genial. Dirk hat da recherchiert im Umfeld von Zelensky, seinem Berater. Ja? Und hat mal rausgefunden, dass der schon seit 2019 all das geplant hat, was jetzt eingetreten ist. Also es war ein Plan, weil immer gesagt wird, Verschwörungstheorie, das sind Strategien, die planen die, das sind alte Strategien, Brzezinski und Co. Und das hat Dirk Pohlmann, eingeschenkt.tv suchen, Dirk Pohlmann, werdet ihr sofort auf das Video kommen, gebt euch diesen Vortrag. Auch Daniele Ganser hat das Thema Ukraine jetzt in seinen neuen Vorträgen, will ich auch mal gerade ein bisschen Werbung machen, darf ich, Thomas? Daniele Ganser, wo immer er auftritt, jetzt hingehen, der hat sich endlich auch dieses geopolitischen Themas Ukraine angenommen. Also wichtig, informiert euch, hinterfragt und glaubt doch bitte nicht blind dem Mainstream, um Gottes Willen. Sagt das auch euren Freunden. Und dann habe ich noch eine große Bitte an alle Zuschauer. Bevor ihr ein Urteil über Russland bildet, bildet euch vor Ort die Meinung und redet dann erst über die Zustände. Genau. Weil aus Blödzeitung und Tagesschau eine Meinung anzunehmen und nachzuplappern, das ist das Schlimmste, was man im Moment tun kann. Weil da werden unsere Enkel uns wieder fragen, was wir gemacht haben. Jetzt heißt es, alles daran zu tun, sich vor Ort zu informieren, mit den Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig zu stärken. Und dann wird die Politik auch irgendwann mal machtlos. Das war mein Schlusswort. Ja, eine letzte Frage hätte ich noch wegen Saporosche. Wir haben, wann war das, Andi? Vor 3-4 Tagen? Am Wochenende war es, glaube ich, wo du abends diesen Tagesschauartikel da geguckt hast.
In der Tagesschau kommt ein Interview mit einem Reporter aus Kiew vor Ort, der dann tatsächlich gesagt hat, ja, es gibt Beschuss aufs Atomkraftwerk, aber man kann halt immer noch nicht bestätigen, woher dieser Beschuss kommt. Das kommt immer noch in der Tagesschau, ja? Obwohl die IAEA ja auch vor Ort war, ja? Und ich glaube, die Russen haben natürlich auch Beweise vorgelegt, nämlich die Einschlaghülsen, das sind amerikanische Waffen gewesen, ja? Ich weiß nicht, ob die Russen die einfach geklaut haben und sich selbst beschossen haben, kann ich mir nicht vorstellen. Tja, aber es wird weiterhin im Mainstream verbreitet und es wird gesagt, ja, und man kann es halt einfach nicht bestätigen. Ja gut, das ganze Ding bekommt jetzt noch eine ganz andere Dynamik. Ich meine, wir haben Baerbock. Ja. Das ist ja eigentlich schon der, meines Erachtens nach, ein Anbegriff von Dummheit. Ja, weiter. Aber da gibt es sogar noch eine Steigerung. Ja. Ist was? Was die so von sich gibt, da ist Baerbock Gold gegeben. Liz Truss, das ist jetzt die neue Ministerpräsidentin in Großbritannien. Ja, genau. Und ja. Das sehe ich nicht. Die ist brandgefährlich, die Frau. Ja. Ich meine. Er hat darüber eine gute Artikel geschrieben. Ja. Der hat dann geendet, die Liz Truss ist Baerbock im Quadrat. Und das heißt was? Ich meine, die Frau Baerbock, die hat ja auch gesagt, so ist mir völlig egal, was meine Wähler dazu sagen. Ich werde weiterhin die Ukraine unterstützen. Solange sie mich braucht, ja. Solange, ja genau. Ja, ja. Ist eigentlich schon ein Beweis für einen Eidbruch, oder? Ein Russe sagte mir dazu, Thomas, genau, dass er fragte mich irgendwo in irgendeiner Stadt, war es Twer, war es Pskov, sag mal, warum... lasst ihr es zu, ihr Deutschen, dass eure Regierung über eure Köpfe hinweg regiert und einfach macht, was sie will, ohne euch zu fragen. Hat der Russe, weil du es eben gerade erzählst, ne, dass diese Frau jetzt noch krasser und Baerbock über die Leute, egal was die Wähler denken, wir machen. Leute, das nennt man Diktatur. Wenn eine Regierung nicht für das Volk, das steht ja übrigens am Reichstag, zum Wohle des Volkes und nicht zum Unwohle, für das Volk regiert, das ist die Aufgabe einer Regierung, den Amtseid, gibt es darauf von Herrn Scholz und nicht gegen das eigene Volk. Und da müsste doch jeder hier mitkriegen, dass hier nicht für uns und für die Menschen regiert wird, sondern dass eskaliert wird, die Lebensumstände schlechter werden. Lieber Gott, was soll dieser Winter, der Herbst, der Winter? Dann kommt ja noch das C-Thema und dann kommt Gas und Öl und Strom und Mieten und alles teurer. Leute, was passiert hier? Warum? Da fragen auch Russen, was muss denn noch passieren, bevor ihr Deutschen dann mal aufschreit? Ist der Deutsche so, habe ich wirklich langsam, das ja, wir wissen es doch, er ist so gehorsam. Der Deutsche ist der preußische Gehorsam. Man horcht, was die Regierung und die Medien sagen und geht dann wie eben ein völlig hypnotisierter Mensch durchs Leben. Gruselig finde ich das. Und da kann ich nur hoffen, dass es einen Erweckungseffekt gibt, nicht erst bei minus 20 Grad in den Wohnzimmern. Seid ihr denn auf eurer Egalwe, als du in Kasan warst, oder ihr, als ihr die Druschbar-Tour gemacht habt, seid ihr denn auch so ein bisschen hier und da vielleicht belächelt worden, so, ey, was habt denn ihr für Politiker? Schämt ihr euch nicht? Also, keine Ahnung, gab es da hier und da mal Kommentare? Ja, Thomas, das kann ich genauso bestätigen. Also, ich kann mich erinnern, als wir mit einer größeren Delegation Nachtwölfen vorm Hotel standen. Und da hat sich so eine Gruppe zusammengestellt. Und ja, die waren dann am Lachen über unsere Politiker. Ja. Und wir müssen also irgendwann auch höllisch aufpassen, weil die Politiker, das sind, wenn man davon ausgeht, dass die Wahlen korrekt verlaufen, die Leute, die das Volk gewählt hat. Und dann den Transfer, die Beschränktheit der Politiker auf die Beschränktheit des Volkes zu übertragen, ist dann auch nicht weit. Ja? Und da wird dann schon, die Politiker werden belächelt, dann ist die Frage, ob das Volk als nächstes auch belächelt wird. So nach dem Motto, wie könnt ihr nur sowas unterstützen? Wollt ihr im Winter frieren? Wollt ihr nicht das Gas von uns? Also es wird kaum noch verstanden.
Und ja, es ist das ein oder andere Mal der Name Scholz und Baerbock gefallen. Und auch so nach dem Motto, unter Merkel wäre das nicht passiert, sei jetzt dahingestellt, kann keiner nachprüfen oder verifizieren jetzt. Aber Deutschland hat schon jede Menge an Ansehen verloren durch die Stellungnahmen und Positionen unserer Politiker in den letzten Jahren. Reinhold, man könnte ja sagen, vielleicht ist dir das ja in Russland auch passiert, so, ey, ihr habt sie gewählt, ihr habt es verdient. Weil ihr habt sie ja so gewählt. Nein, was ich interessant finde, man hat darüber diskutiert und man hat gelacht. Aber was ich vielmal im Abschlusssatz höre, ihr dürft ja nicht selber entscheiden, ihr dürft nur machen, was Amerika macht. Also die Russen wissen mehr über unsere jüngste Vergangenheit und unsere Situation der letzten 100 Jahre, wie wir Deutschen. Und daran siehst du wieder richtig, Reinhold, und daran seht ihr wieder, Deutschland ist das beste Beispiel für Folgendes, die beste Propaganda und die erfolgreichste Propaganda ist die, die niemand bemerkt. In Deutschland denken sie alle, sie denken richtig. Sie bemerken nicht die Propaganda, die in ihren Köpfen gewütet hat und alles an normalem Denken vernichtet hat. Das ist die erfolgreichste Propaganda und deswegen ist Deutschland für mich das am meisten manipulierte Volk mit den Medien. Chapeau an die Medien, irgendwie haben sie es geschafft, aber bei mir nicht, bei uns nicht, Thomas, und auch hier bei den Druhspaß. Ein Glück, es gibt so ein paar Leute, da haben sie die Köpfe noch nicht komplett, das macht Mut. Und vorhin hast du gesagt, ist man da nicht resignierend oder bringt das überhaupt noch was, sagt da einer, wozu macht er das? Du hast doch vorhin gesagt, Thomas, machen wir noch weiter mit hier, mit der Sendung, weil wir quatschen uns hier den Mund fusselig, haben immer die gleichen Zuschauer. Nee, irgendeiner ist wieder einer mehr. Irgendeiner kommt hinzu, der schreibt dann in Telegram, schreibt bei euch in die Kommentare rein. Hallo, ich habe erst seit einer Woche eure Sendung irgendwie mitgekriegt über einen Bekannten. Jetzt bin ich auch bei euch, ich habe mal reingeguckt, toll. Wieder einer mehr. Druschbar anstecken, über die Aufklärung anstecken. Das ist mein Künstlerfazit, auch seit ich Musik mache. Wenn ich nur einen Menschen mit meinen Worten erreiche, ist es wieder einer mehr. Das ist die Motivation. Ich weiß, wir haben Christian Leber mal in einem Video als Zuschauer heimlich drin gehabt, vom Tagesspiegel. Ja. Ja. Vielleicht schaut er ja immer noch gespannt heimlich zu und wird vielleicht irgendwann mal verstehen, was überhaupt Sache ist. Aber ich bezweifle es ehrlich. Du bezweifelst es? Ich bezweifle es. Ja, er muss die Sendung, wo wir Malte in der Sendung hatten und über das Pax Terra Musica gesprochen haben. Zwei Tage später kam ja da ein Artikel im Tagesspiegel über das Pax Terra Musica raus. Nein, mit einer Zusammenfassung über unsere Sendung. Mit einer Zusammenfassung ja. über unsere Sendung. Ja. Also er muss es gesehen haben. Ich hoffe, vielleicht guckt er ja heute auch zu, weil ja. das würde vielleicht ein wenig zur Aufklärung beitragen. Ja. Bitte, Uwe. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, es ist wichtig. Ich möchte auch nochmal den Bautzener Frieden danken, die uns spontan eingeladen haben zum Abschluss. War nicht geplant. Plötzlich kam ein Anruf von Eingeschenkt TV und ja, wisst ihr das irgendwie, weil ihr nach Chemnitz kommen wolltet, Interviews für einen Film machen wolltet. Am Samstag, wo ihr hier ankommt, ist in Bautzen das Friedensfest. Oh ja, ach du lieber Himmel, spontan, na klar, machen wir nochmal einen Stopp, obwohl alle müde und kaputt waren. Wunderbarer Empfang, Sonnenschein in Bautzen in der Altstadt, schöne Bühne und wir haben uns kurz vorgestellt, waren da so 20 Minuten oder was, wenn auf der Bühne, haben Statements gekriegt, die Leute haben applaudiert, fanden das toll, frisch aus Russland, Grüße, Friedensgrüße, also auch in Bautzen gibt es mehrere Leute, die uns mögen, da die Katrin Huss hat uns da durch die Sendung gehört, Johannes Frenzel, Grüße, Veit und Katrin Gehler, ich möchte auch nochmal Remo danken für die wunderbaren 3 Tage, die wir in Nischni Kasan und wieder Nischni verlebt haben. Diese Holzhäuser von Remo, der hat ja auch einen eigenen Kanal. Könnt ihr raufgucken, wer Interesse hat, nach Russland auszureisen. Vielleicht, Thomas, verlinkst du noch mal unter dieses Video den Kanal von Remo, wer wirklich Interesse hat, auszuwandern Richtung Russland. Remo hilft da gern mit der Birgit. Vielen Dank. Grüße an Bert, Grüße an Rude, Grüße an, habe ich irgendwen vergessen, die uns unterstützt haben. Wenn nicht, Reinhold, Thorsten, wenn euch noch wer einfällt, wer uns unterstützt hat. Grüße, Grüße.
Da möchte ich auch ein bisschen Eigenwerbung machen für Leute, die gehört haben, was, Auswandern nach Russland, da gibt es jemanden, der Remo Kirsch, wenn ihr auf dem Rumble-Kanal von Beweg was geht, den hatten wir auch schon bei Rhein-Main-Gedanken, war auch eine tolle Sendung und ich werde im Nachhinein, weil es der Owe eben erwähnt hat, hatten wir damals in der Sendung auch schon die ganzen, sein Telegram-Kanal, seine Homepage verlinkt, werde ich dann unter dieses Video natürlich auch drunter setzen, ganz klar. Genau, und ich will da der Stadt Nischni, insbesondere der Anastasia, danken, weil wir wollen zusammen eine deutschsprachige Internetseite auf unserer Seite auflegen, wo dann immer das Aktuelle in Deutsch, wie man kommt, was die neuesten Gesetze sind, wo man sich einklingt. Und dann natürlich Elena und allen, Ludmilla, alle die Anushka, alle die irgendwie uns unterstützt, geholfen haben, weil es war eh spannend, die Planung. Wir haben im Endeffekt im letzten Juni-Drittel uns entschieden, dass wir gehen, ohne dass wir wussten, dass wir überhaupt über die Grenze kommen. Und von dem her war das im Doppelturbo die Planung. Gibt es nächstes Jahr wieder eine Drohsparfahrt? Also ich habe jetzt im Moment die Phase, die 14 Tage, wo ich sage, nie mehr. Die habe ich aber jedes Jahr. Aber es schwirrt was im Kopf rum. Und wenn es politisch oder wie auch immer machbar ist, werden wir auf jeden Fall eine auf die Füße stellen. Dann sag früh genug Bescheid, weil genau, ich hätte da auch schon ein bisschen Bock drauf. Ja, das hatten wir letztes Jahr auch schon, aber es lag am Geld. Ja, das ist ja immer so. Und einfach auf die Internetseite schauen, Newsletter abonnieren bei uns. Bei der Internetseite Newsletter abonnieren. Da werden dann immer die Neuigkeiten gepostet. Und unser Drohspar-Info-Kanal auf Telegram. Der Einladungslink kannst du ja verlinken. Und somit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und für Kurzentschlossene, die uns kennenlernen wollen, wir haben noch so 4, 5, 6 Plätze frei. Ist vom 1. bis 3. Oktober, vom Freitag bis Montag, Montag ist Feiertag, treffen wir uns in Poppenhausen im DJO, wo wir das komplette DJO für uns gemietet haben. Was ist das DJO? So eine Art Jugendherberge. Ja. Und weil nicht jeder hat ein Geldbeutel für ein teures Hotel. Da müssen wir halt schauen, das Wochenende vom Freitagabend bis am Montagmittag, Übernachtung inklusive Vollverpflegung, beginnt ab 135 Euro komplett pro Person. Und da werden wir einfach so Resümee, was wir diese Reise erlebt haben, was man noch alles machen könnte, wie geht's weiter, wer hat die Idee, wer will Verantwortung übernehmen, wer will selber was planen. Und vor allen Dingen, dass die Druschpa-Freunde sich mal wieder live treffen. Owe, bitte. Ja, ich wollte das auch ergänzen von Reinhold. Ich habe schon gehört im Buschfunk, dass am 8. und 9. Mai in Kienitz das Treffen der Oder-Neiße-Gruppe, die ja auch schon 2020 gefahren sind, stattfindet. Und dann geht es am 9. natürlich zum Ehrenmal Treptower Park. Das wird also ein größeres Treffen mit der Oder-Neiße-Gruppe rund um Kai Gesche, Andreas Hannemann, den Hans, die Yves und so ein paar Leute aus der Clique. Also da werde ich mich mal ein bisschen mit den Leuten beschäftigen. Wir an mehreren Fronten wird Druschpa weiterlaufen, jeder auf seine Weise, der eine laut wie der Schadauer, der andere ein bisschen leise. Und wir werden also, das ist wichtig, eine breite Bewegung hoffentlich werden. Wir brauchen junge Leute auch mal. Wir brauchen mal ein bisschen Jugend aufgefrischt. Wäre schön, wenn auch mal jüngere Leute als wir hier, Ü40, glaube ich, sind wir alle. Ich glaube, meine Frau war mit 39 die Jüngste in der, bei der Fahrt. Das heißt, wir müssen mal irgendwo wieder unter 40 kommen. Ich erinnere mich an 16, 17, da waren junge Leute. Da war auch nicht Corona, da war nicht dieser ganze Wahnsinn. Aber dass wirklich hoffentlich ein paar junge Leute Lust, Mut und Interesse haben, Russland kennenzulernen über die Druschpa, egal mit wem. Kümmert euch, sucht, man findet uns, wenn man uns finden möchte. Druschpa-Freunde finden sich. So, und da will ich noch lesen, und zwar einmal aus dem D-Live Bewegwas-Chat, da schreibt der Hans Wurst, wie es liegt am Geld, weil ich gesagt habe, bei uns lag es am Geld, sonst wäre mitgefahren. In Russland ist da nicht das Gas umsonst, und dann lacht er sich kaputt. Ich glaube, die Frage war nicht wirklich ernst gemeint. Und Liberte21 fragt im 24 Media-Chat,
an, also an Bewegt was, also an uns jetzt, aber ich reiche die Frage einfach mal an euch weiter. Was denkt ihr, die Russen sind freier, die leben auch in einer Demokratie? Fragezeichen. Auch ist gut. Auch war schon mal witzig. Nee, auch muss ich gerade lachen, nicht. Das war der Witz des Tages. Wir haben ja keine Demokratie. Die leben un. Das ist falsch geschrieben. In einer Demokratie, Fragezeichen. In einer. Danke, danke. Ja. Dann Entschuldigung an den Zuschauer, weil auch wäre ja, würde suggerieren, dass wir hier in einer Demokratie leben und da muss man ja einfach nur herzhaft lachen. Na, gut. Also von daher leben sie frei, auf ihre Art frei, russisch frei würde ich es nennen. Das, natürlich gibt es da auch Bestimmungen und du musst dich an dies und das halten. Es ist doch normal im Zusammenleben der Menschen, aber sie haben ihre Art Freiheit, haben viel mehr im privaten Umfeld Lücken, wo sie so durch die Gesetze rutschen können. Ein bisschen hier, das ist die russische Freiheit. Offiziell ist es zwar so, aber man macht mal so und mal so. In Deutschland meiner Meinung nach sind wir so reglementiert, du kannst keinen Meter fahren, ohne das steht 30, 40, Fahrbahneinengung, nur 2,20 Meter. Wir werden unser Leben schon im Straßenverkehr erzogen, picobello zu parieren bei einer Anweisung. Ich habe mal letztens überlegt, woher kommt das, dass wir so gut funktionieren und gehorchen? Allein der Straßenverkehr in Deutschland, dieses picobello, nicht parken, nicht halten, nicht das, nur das, dies. Wir haben den größten Schilderwald in Europa. Wir werden von klein auf an daran erzogen, zu funktionieren. Und das nicht nur auf der Straße, später auch im Leben. Deswegen laufen wir so wunderbar zwischen den Gitterstäben hin und her und denken, wir sind frei. Das ist meine Theorie. Thorsten, glaubst du, die Russen sind freier als die Deutschen? Ich würde gern noch ein paar Zahlen ergänzen, damit die Zuschauer sich das vielleicht in Pinke-Pinke ein bisschen vorstellen können. Also die Spritpreise sind da sehr angenehm, haben sich so um die 80 Cent, würde ich sagen, pro Liter bewegt. Ein komplettes Essen. Die Verbindung eingefroren zu sein, vielleicht kommt sie jeden Moment wieder. Ich versuche den Thorsten und den Owe noch mal neu reinzuholen. Reinhold, glaubst du, die Russen sind freier als die Deutschen? Ja, können auch mehr die Meinung äußern. Es gibt ein paar Richtlinien, die muss man einhalten, ganz klar. Aber unter meinen Augen sind die Russen wesentlich freier und Russland ist ein wesentlich freieres Land wie wir. Und ich überbringe mal mit den Kosten. Bei uns auf der Internetseite, da gibt es eine Seite, die heißt AMB. Und da ist auch erklärt, was es ungefähr kostet. Man rechnet ungefähr mit diesen 3 Wochen mit Spritkostenzuschuss, Hotel und Essen und Eintritt hat man als mit einem schwachen Rubel um die 1500 Euro. Und jetzt mit dem starken Rubel waren wir dieses Jahr eher in Richtung 2000 Euro. Aber die Hotels haben sich 19 noch so bei 15, 17 Euro bewegt. Und jetzt mit dem schwachen Euro und mit dem starken Rubel haben sich die Hotels dann immer so Richtung 22, 25 Euro bewegt, auch in Russland. Und machen wir sogar noch darüber. Ja, also ich habe es jetzt zweimal probiert. Jetzt steht, der Owe ist nicht verfügbar. Ich meine, wir haben im Hintergrund die Sirenen gehört. Der wohnt ja in Mainz, direkt vorne am Rhein. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Stromausfall oder so. Aber auf einmal war es eingefroren und ich sehe auch, er ist über Telegram nicht online. Also da scheint vielleicht gerade der Strom ausgefallen zu sein. Ich versuche mal weiterhin zu erreichen, aber im Grunde genommen haben wir jetzt ja ziemlich alles. Ich kann nur jeder animieren, mit uns mitzufahren oder im Oktober zu kommen. Und lieber gibt es fünf Routen, die wir machen und man trifft sich irgendwo zentral. Aber wir haben gesagt, wir gehen mit maximal 20, 22 Leuten pro Gruppe. Das ist handelbar mit dem Hotel. Wir übernachten auch immer im selben Hotel. Dann spart man abends 2 Stunden und morgens 2 Stunden. Und die Gruppe wächst zusammen, weil man im gemeinsamen Hotel ist. Und das dann macht man doch angenehm, wenn man etwas später kommt und dann im Hotel das Restaurant ist und die ganze Gruppe ist zusammen. Richtig. Und wir machen so, jeder Autofahrer bekommt 2 Mitfahrer zugeteilt. Die bringen dann der Spritkostenanteil
Und unterwegs machen wir aber Autohopping. Das heißt, man ist nicht die ganze 3 Wochen im selben Auto, sondern man wechselt ab, sodass man mit jedem von der Gruppe mal gefahren ist. Weil wenn immer die 2 gleiche im Auto sind oder 3 gleiche, nach 3 Tagen hängt die Schaltplatte. Genau, genau. Nee, es ist auch schön, wenn du ständig jemand anderen hast. Du wechselst natürlich auch die Gespräche. Oder, falls dir keine neuen Themen einfallen, kannst du jeden Tag dieselben Themen, weil du hast ja andere Leute. Kommst du auf andere Response, das ist natürlich auch sehr schön. So, ich probiere es jetzt zum 4. Mal, aber es scheint beim Owe nicht zu gehen. Reinhold, bei uns ist immer so, ich frage immer unsere Gäste, was wünschst du dir für die Zukunft? Heute würde ich es gerne mal umdrehen. Ich würde mir gern was wünschen, wenn es dir recht ist. Okay, wünsch was. Ich wünsche mir, dass diese ganze Ausnahmesituation, die momentan so heftig ist, dass ihr auch mit so einer kleinen Gruppe fahren musstet, weil gerade Krieg ist etc. Ich wünsche mir, dass diese Ausnahmesituation komplett aufhört, dass ihr wieder nächstes Jahr mit 150 Leuten fahren könnt. Das würde ich mir wünschen. Das wäre eine ganz, ganz tolle Nummer. Es wäre auch, glaube ich, eine tolle Erfahrung für alle, das Land kennenzulernen. Und ich glaube, wenn die Russen dann sehen, da kommen wieder 150 Leute, eine ganz große Tour, das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, da wünsche ich mir dann aber, da wünsche ich mir dann auch was. Da wünsche ich mir 8 Organisatoren, weil das muss man mindestens 8 Gruppen aufteilen. Weil 150 Leute zum Sagen, ihr übernachtet in 96 verschiedenen Hotels. Dann warte ich bis Mittag um 1, bis die Letzte wegfahren. Und nachts um 10 kommen dann die Letzten an. Und dann sind wir wie 17 auf der Flucht. Ich habe gesagt, wir machen das immer in Kleingruppen und man trifft sich 2 oder 3 Mal in einer bestimmten Stadt, wo man dann sich als Stern trifft. Ja, gut, wie man das dann organisatorisch aufbaut. Aber sowas werden wir diskutieren im Oktober. Ja, ja. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass dieser Ausnahmezustand, dass der aufhören würde. Und ich glaube, das wäre eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Sache. Ja. In diesem Sinne, Druschba. Genau. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim Owe scheint die Internetverbindung unterbrochen zu sein, deswegen kommt ihr jetzt nicht mehr rein. Wir danken euch, dass ihr heute bei uns die Zeit dabei wart. Wir schicken Friedensgrüße an alle Zuschauer raus, auch aus Russland, so wie wir mitbekommen haben. Wir finden das ganz klasse, dass ihr dabei wart. Ja, auf 24 Media geht's morgen früh weiter mit Wolle und Nana, und zwar die 2 um 4 nach 7. Da gibt's den Frühsport, dann morgen Abend wieder der Ralf Ludwig. Und letzte Woche habe ich natürlich auch aufgezählt und ich habe donnerstags die Frau Kirsten König vergessen. Und da kam dann später über Telegram, macht ihr nichts mehr und so. Ich habe es aufgezählt, ich habe sie vergessen zu erwähnen. Deswegen tut mir sehr leid. Also Donnerstag die Frau Kirsten König und dann haben wir die Carola Schaffe-Kistl und den Rolf Krohn am Freitag. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Am Sonntag ist 9-11-Tag. Da sind wir schon um 9.30 Uhr morgens online auf 24 Media. Da und auf unserem D-Live. Und auf unserem D-Live-Kanal. Da gibt es 4 knallharte 9-11 Aufzeichnungen von uns über 9-11 allgemein. Und abends sind wir dann mit Dr. Heiko Schöning live. Und zwar dann die 5. Sendung über 9-11. Passt gerade, 5. Sendung. Worum geht's? Um den 5. Anschlag. Die meisten kennen ja nur 4. Ja. Ansonsten sehen wir uns irgendwo auf der Straße. Ich habe irgendwo gehört, Montagsspaziergehen ist gut für die Verfassung, die gesundheitliche natürlich, ja. Und die andere vielleicht auch, das wissen wir nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Dienstag wieder. Selbe Kanal, selbe Uhrzeit. Und da haben wir dann Bernie aus Australien in der Sendung. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Lieber Reinhold, danke für deine Zeit. Bitte. Ich sag mal im übertragenen Sinn auch alles Gute an Owe und Thorsten. Ja, ich werde mal gucken, ob ich sie noch telefonisch erreiche. Und einen wunderschönen Abend euch allen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Der Fall Nawalny ist nur der jüngste in einer Reihe von Fällen, in denen westliche Regierungen dem Kreml Völker- oder Menschenrechtsverletzungen vorwerfen. Cyberangriffe gehören dazu, politische Morde, Einmischung in Wahlen und natürlich die Besetzung der Halbinsel Krim. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Seit Jahren ist der Russe schuld an allen Weltproblemen. Propaganda rund um die Uhr, der böse Russe. Tag aus Tag ein, er muss es sein, der böse Russe. Doch meine Oma, die war weise und sie hat gesagt, man redet nicht über den Nachbarn, man geht hin und fragt. Anstatt zu lästern, hinterhältig, feige und gemein, sagt man Pivetmodu und lädt ihn dann zum Kaffee ein. Gesagt, getan, 2015, die Koffer sind gepackt. Nach Moskau geht's zu NTV, 5 Tage abgefuckt. Zum ersten Mal in Russland, ich war ganz schön aufgeregt. Der erste Anschlag, die Begrüßung, dann hat sich's gelegt. Moskau! Sie zeigten mir die Stadt, die Duma, ich wollte Metro fahren. Dr. Zhivago, Charles de Gaulle, Moskau, wie abgefahren. Sie mochten mich, ich mochte sie, wir haben viel gelacht. Nur so ins Bagadi, sie haben gerne mitgemacht. Warum ich das als Deutscher mache, hat sie dann interessiert. Weil ich nicht will, das Krieg sich wiederholt, noch mal passiert. Der Abschied kam, ich saß im Flieger und da wusste ich, mein Dusia, ich komme wieder, Dusch war sicherlich. In Deutschland angekommen, Russland-Bashing, Vollkontrast. Russophobie, Russismus, Russland-Hasser, gar nichts passt. Die Russen sind gefährlich, höre ich, Putin, Putin. Ich dreh mich um, der Typ liest Bild, verdammt, ich frage ihn. Warst du in Russland? Ich war in Russland. Ich meine nicht Moskau, St. Petersburg, in Russland. Ein jeder Weißreisen tötet die Vorurteile. Fahr mal nach Russland, dann kennst du Russland. Bibi в России? Я бы в России, не имею в виду Москву, Санкт-Петербург в России. Всем известно путешествие гибельное для предрассудков. Езжай в Россию, тогда узнаешь Россию. Играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Seid ihr total vom Russland-Reisevirus infiziert? Messe ihn versucht mit Propaganda, impfen und verliert. 2016, das ist das Gründungsjahr von Druzhba. Die Friedensfahrt rollt jetzt durchs Land für unsere Drusia. Wir starten in Berlin, Stettin, Kaliningrad und Skop. St. Petersburg nach Utogorsch und wer wir essen, Plov. Spontan Besuch noch auf der Krim und wieder in den Benz. Moskau nach Minsk, nach Warschau, ups, ich vergaß Molenz. 2017, 7 Routen, als hätte ich's gewusst. 5000 Kilometer Richtung Steppe, Kaukasus. Veliki Luki nach Brianz und Kuss und Koriol, Voronezh. Rostov am Don, Krasnodar, Stavropol. Liebe Russland, liebe Sie! Wir lieben Sie, Germanin! Wir lieben Sie, Sionir! Сейчас мир! Tadschik und Grozny, ja, wir waren in Tschetschenien. Durch Dagestan, Elista, Hauptstadt von Kalmykien. Und dann nach Wolgograd, das alte Stalingrad. Kriegsgräberstille am Massengrab. Никто не забыт. Ничто не забыто. Niemand wird vergessen. Nichts wird vergessen. Большой вам привет. Приезжайте. Привет из Сталинграда вам передать. Grüße nach Deutschland aus Stalingrad. Frieden, Freundschaft, для всегда будет мир, для всегда будет дружба. Аминь. Да. Да. Warst du in Russland? Ich war in Russland. Ich meine nicht Moskau, St. Petersburg, in Russland. Ein jeder Weißreisen tötet die Vorurteile. Fahr mal nach Russland, dann kennst du Russland. Bibi в России? Я бы в России. Не имею в виду Москву, St. Петербург, в России. Всем известно путешествие гибельное для предрассудков. Езжай в Россию, тогда узнаешь Россию. 201 sagt mein Druck, 201 sagt mein Brat. Mit Duschbar-Freundschaft im Gepäck geht's wieder an den Start. Und diesmal fliegen wir direkt nach Vladivostok. Dobro pozdravljavac, bei Vladivostok. Von dort aus geht es mit dem Auto Richtung Moskau. Ostasien, Sibirien, Baikal, Ural, kein Stau. Uwe Schadauer, alias Cerebellum, die Stimme des Zorns. Vorgestern noch in Dresden, Deutschland. Gestern noch in Moskau und heute in Vladivostok. Im Pazifischen Ozean. Pazifik, Amo, Yenisei, auf Irtisch, Wolga. Karabos, Shimanos, Piroshki in Magotscha. Chita, Ulan, Ude, die Hauptstadt von Goyazien. Irkutsk, der Baikalsee, 12 Grad, ich hab gebadet drin. Nazdarov, Zazdarov, auf Frieden, auf Freundschaft, auf Druzhba im Baikalsee. Und schwimmen!
nicht Neo-Diktatoms, Lara Urs Chaika. Zu Gast bei Freunden, selbstgebaute Balalaika. Und weiter geht's nach Krasnojarsk, Kemerovo. Die schönsten Blumenbeete, Druzhba, Narodov. Novosibirsk, Omsk, Kurgan, Tscheljabinsk. An der Grenze Asien, Europa, da gewinnst. Du hast den Eindruck, wie riesig dieses Russland ist. Wie Völkerstaat, 11 Zeitzonen, das Herzland ist. Ufa, Kasan, Nischni, Novgorod und Moskau. Traf meine Liebe in Kasan, jetzt ist sie meine Frau. Моя, моя татарушка, всегда моя жена. Любимая моя татарушка, всегда солнце моя. Warst du in Russland? Ich war in Russland. Ich meine nicht Moskau, St. Petersburg, in Russland. Ein jeder Weißreisen tötet die Vorteile. Fahr mal nach Russland, dann kennst du Russland. Ты был в России? Я был в России. Не имею в виду Москву, St. Petersburg, в России. Всем известно путешествие, гибельное для предрассудков. Езжай в Россию, тогда узнаешь Россию. So ist der Ernest. Wenn man mit ihm streitet, dann setzt man einfach vor die Tür. So ist das. Ich war ein bisschen frech heute Morgen und er hat gesagt, du fährst heute nur noch draußen mit. Das ist die Strafe bei uns, ne? Von Vladivostok bis nach Moskau. Wir sehen uns, ihr Lieben. Macht Spaß. '2019, die letzte Reise vor Corona. Als ich zum dritten Mal auf Russlands Insel Krim war. Als ich zum dritten Mal im Schwarzen Meer schwimmen war. Als ich zum dritten Mal die der Wölfe sah. Simferopol gelandet, Stade Krimfenosia. Die neue Brücke Ketschtaman, wow, wunderbar. Delta ein Traum, Balaklava, Sevastopol. Bachiserei, Bielogos, Simferopol. Kanchonoje und Batterie, 35. Orte der Trauer, die der Krieg in dein Herz bricht. 27 Millionen Tote, vergiss das nicht. 6,3 Millionen Tote, vergiss das nicht. Meinst du, die Russen wollen Krieg nach all der Not und Leid? Russia ist gut, Krieg nicht gut. So einfach ist das, Leute. Krieg, das ist Tod, das ist Blut. Die Russen wollen keinen Krieg, doch sie sind bereit. Pack deine Koffer, fahre hin, in Frieden, nicht in Streit. Dann trinkst du einen Wodka, Nazdarovje, das befreit. Привет, Германия, привет. От русских. Мы Германию любим. Auch die großen, starken Russen sind absolut für Frieden. Das ist der Wahnsinn. Bye, bye. Warst du in Russland? Ich war in Russland. Ich meine nicht Moskau, St. Petersburg, in Russland. Ein jeder Weißreisen tötet die Vorteile. Fahr mal nach Russland, dann kennst du Russland. Ахматзила! Ты был в России? Я был в России. Не имею в виду Москву, St. Petersburg, в России. Всем известно путешествие гибельное до предрассудков. Езжай в Россию, тогда узнаешь Россию. Warst du in Russland? Ich war in Russland. Ich meine nicht Moskau, St. Petersburg, in Russland. Ein jeder Weißreisen tötet die Vorteile. Fahr mal nach Russland, dann kennst du Russland. Ich bin Russland, ich bin Russland. Я имею в виду Москву, St. Petersburg, Россия. Всем известно путешествие, либо мы до Петросидков. Езжай в Россию, тогда узнаешь Россию. Привет, Германия, спасибо, дружба, мир всегда вместе навсегда. Das ist einer der Betreuer. Vielen Dank, die Kinder haben sich auch gefreut. Дружба ist Freundschaft, nie wieder Krieg mit Russland. Ребята, давайте жить дружно. Дружно. Wir nicht Feinde, wir Freunde. Und ich denke, alle Leute in ganzer Welt müssen leben nur in Frieden. Wir alle müssen sitzen, einen Tisch, sprechen, essen, singen, trinken und dann müssen tanzen auch. Und dann alles muss sein in Ordnung.